Willkommen zu Mario Rabbids Spark of Hope. Dieses wunderbare Game ist, wenn ihr das Video seht, bereits online. Das gibt es seit dem 20. Oktober. Und da wir schon mal den ersten Teil gespielt haben, ihr euch den zweiten sowieso unbedingt gewünscht habt, schauen wir da auf jeden Fall rein. Ich freue mich sehr. Es gibt übrigens einen super lustigen Post von mir. Da wurde ich nämlich zum Rabbid gemacht. Könnt ihr gerne auf meinem Instagram Jasmin abchecken. Meine Community sagt euch wieder ganz, ganz süß Hallo. Deswegen kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/nun-live. Über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer sehr freuen über ein Abo. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein. Meine liebe Community freut sich schon. Und alle weiteren Subs und Co. lese ich auf jeden Fall später vor und sage schon mal herzlichst Danke. Wir drücken jetzt einfach mal Hallo. So, herzlichen Glückwunsch zu deinem Galaxis Prestige-Paket. Nice! Diese drei exklusiven Waffenskins stehen ab sofort Mario, Rabbid, Peach und Rebella zur Verfügung. Das höre ich doch gerne. So. Neuer Spielstand. Let's go. Nice. Das ist süß. Bin sehr gespannt. Hallo YouTube übrigens. Süß. Ist das süß. Ey, es ist so süß, da schreibt gerade jemand was so Süßes. Da verkauft jemand Gnu Skateboards für 400 Euro. Gnu ist eine eigene Skatemod-Marke, du Süßi. Das ist goldig. Ey, die Rabbids, ne, die sehen aus wie ich ungeschminkt. Ich habe einen Bildbeweis auf Instagram. Das ist leider wirklich so. Ich sehe ungeschminkt genauso aus. It's true. So geil. So, Mario, Rabbid, Peach, Bibo, ich bin so froh, euch zu sehen. Die Rabbids sind heute ziemlich aufgekratzt. Irgendwer hat Rabbid Marios Latzhose verlegt. Oh, der läuft jetzt ohne Unterhose rum, oder wie? Sie ist weg und jetzt traut er sich nicht, hinter dem Busch hervorzukommen. Oh, wenn ich den Dieb erwische, der mir meine Latzhose geklaut hat, wo ist sie? Könnt ihr dir bitte Rabbid Marios Latzhose suchen? Steht hinter den Bäumen und Büschen nach. Seht hinter den Bäumen und Büschen nach. Verehrte Prinzessin, stets zu Diensten. Und der spricht? Warum hat Peach keine Stimme? Dann mache ich sie halt einfach. Das hätte in die Hose gehen können. Finde Marios Latzhose. Okay. Ja, es ist wirklich... Soll ich euch mal was zeigen, Leute? Also, stellt euch mal vor, jetzt gerade bin ich Peach. So mit Schminke und allem. Und sobald ich mich unabschminke, sehe ich so aus wie der Hase dahinter. Dank dir bin ich Dreamlight Valley süchtig und bereue keine einzige... Über 100 Stunden. Ey, ich bereue es auch gar nicht, dass ich Influence habe. Ich finde die Rabbids, die hier rumlaufen... Ich mache mal ein bisschen mehr hier hin. Ich finde die ultra cute, weil die so cursed aussehen. Also die sind so richtig... Eigentlich haben sie so eine Hasenform, aber sie sind so unfassbar hässlich. Aber Gnus sind ja auch so, ne? Die Leute sagen immer, bewege, um dich umzusehen. Okay, was sagen die Leute noch so? Ich höre ständig den Satz, halte X, um einen Sprint zu machen. Boah, den höre ich auch gerne, den Satz. Was geht denn hier? Hat eigentlich jeder so von denen so ein hässliches Ich, ne? So ein ungeschminktes Ich. Die gehören sicherlich nicht Rabbid Mario, aber irgendwas stinkt hier gewaltig. Ja, das bin ich. Diese Latzhose gehört mir. Schaut die Größe nach, wenn ihr das an dich glaubt. Ah, okay. Der hat sie ihn also nicht geklaut. Der Toad. Was ist los mit den Rabbids hier? Sie sind noch rabbidiger als sonst. Rabbidiger. Rabbidiger. So, das Geld nehme ich einfach mal mit. Ich finde den Hasen irgendwie gruselig. Das ist so mein hässliches Ich, das mich den ganzen Tag begleitet. Den hat jeder von uns, Leute. So. Finde die Latzhose. Ich glaube tatsächlich, dass da oben links eine Karte ist, die mir doch tatsächlich sagt, wo sich diese befindet. Schütteln? Ich dachte schnüffeln. Yay! I have it. So, kann ich die bitte einsammeln? So, und die bringe ich jetzt wieder zurück. Ich hätte den aber gern ohne Hose gesehen. Oh nein. So. Hallo an alle, ihr kleinen Stinker. Ah, ich habe die immer noch in der Hand. Gut. Meine Cam hängt jetzt hier so rum. Ich mache die jetzt einfach mal hier hin. Wenn das für euch genehm ist.
Ich glaube, hier überdecke ich auch nichts. So, dann kriegt er mal wieder seine Hose. Ach komm, deine Kollegen laufen mir auch alle nackt rum. Der da hinten ist hier sogar auf diesem Dino drauf und läuft gerade nackt auf den Rücken des Dinos. Also... Oh Gott. Wieder da. Tada, wieder mein Satz. Ah, geil. Ein Flitzer. Oh, du hast deine Latzhose gefunden, Rabbit Mario. Ich wusste, dass das kein gutes Versteck ist. Verstehe, du wolltest genauso cool sein wie Rabbit Mario, aber es gibt nur einen, der in diesen lässigen Beinkleidern so gut aussieht. Ende gut, alles gut. Jetzt können wir diesen herrlichen Tag endlich in Eintracht und Frieden genießen. Jetzt, da wir unser jüngstes Abenteuer bestanden haben, können wir uns zurücklehnen und entspannen. Mit dem sicheren Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Und jetzt passiert bestimmt eine Katastrophe. Das ist so hässlich, das Ding. Oh, sie! Subnautica! Was ist das? Das bin wirklich ich. Das ist hässlich. Geil. Oh, geil. Erreiche den Bereich. Keine Sorge, Rabbit Peach. Wir schlendern ganz entspannt über den Rücken dieses Flugwesens und sind ruckzuck am Ziel angekommen. Broken Rabbit, da musst du dich doch voll wohlfühlen hier. Oh, streiche die Wörter entspannt, schlendern und keine Sorge. Gegner im Anmarsch. Mario, geh in Deckung und lass dich nicht ungeschützt erwischen. Bewege dich von Deckung zu Deckung und vergiss das Angreifen nicht. Okay. So, erreiche den Bereich. Let's go. So, geh in Deckung, um deinen Helden vor Gegnern zu schützen. Während du in Deckung bist, kannst du mit auf Gegner zielen und sie so treffen, während du geschützt bist. Okay. Oh, yeah. Bin mal in Deckung. Oh, 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 oh. Oh yeah. Look at this. Okay, ich brauche Tipps aus dem Chat, ne? Ich weiß, dass ihr das ja schon bestimmt gut auskennt. So, ich muss aufpassen, der hat jetzt meinen Stein kaputt gemacht. Jetzt habe ich keine Deckung mehr. Das heißt, ich renne jetzt mal. Ich würde jetzt gerne dahin rennen. Das bringt halt jetzt nichts, ne? Ich könnte halt höchstens den abknallen. Ich probier's mal. Ah, ich bin nicht in Deckung! Verdammt, ich bin nicht in Deckung! Ich bin nicht in Deckung gegangen! Oh nein, ich bin so dumm! Oh. Okay. Der schießt mir jetzt einfach von hinten ins Gesicht. Rabbit Peach ist in Reichweite. Versucht nun, sie zu erreichen, indem ihr euch zur Schwanzspitze des Mantas begibt. Ich würde gerne erstmal die Typen umbringen hier. So, yes. Yes, look at this. Kein Problem. Ich gehe jetzt erstmal hier in Deckung. Und dann baller ich den ab. Yes! Ist Dirk Patrick der Synchronsprecher von dem Roboter? Andere Synchronrollen von ihm zum Beispiel Zenitus Magatsuma. Kann das mal jemand nachschauen? Okidoki.
Wann ist Mario so brutal? Oh! Das ist halt jetzt taktisch, ne? Sein taktisches Game. Tipp, ein guter Tipp. Na toll. Voll die süße Waffe. Ach du dickes Ei. Oh Gott. Zerstöre Mantas Schwachpunkte. Ich brauche Tutorial-Hilfe. Ja, das müsste er sein. Das ist er anscheinend. Rabbit Peach, du bist in Sicherheit. Trotz dieser mysteriösen, bösen Energie, die unsere Waffen außer Gefecht setzt. Unsere Waffen funktionieren nicht? Ha, dann starten wir doch einfach unseren mächtigen Raserei-Angriff. Der hat uns schon in so mancher Schlacht aus der Patsche geholfen. Okay. Mit der Raserei können wir diese eiförmigen Dinge ablösen. Und sobald wir sie haben, könnt ihr sie auf die kugelförmigen Augapfelausstülpungen der Kreatur werfen, ihre Schwachstellen. Okay, los geht's. Lass mal lurken. So, ich weiß nicht, ob es jetzt so schlau ist, den zu quatschen. Ich mach's einfach mal und dann kann ich das aufheben und hab's jetzt umgebracht. Achso, ich kann mich jetzt hier frei bewegen. Achso, das kommt wieder. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Muss es jetzt kaputt machen? Möchtest du deinen Zug überspringen? Nee, nee. Ich glaube, ich muss den jetzt kaputt machen und dann den Typen ins Auge schmeißen, habe ich recht? Ich muss aber jetzt meinen Zug überspringen, ne? Das habe ich jetzt leider verballert. Schade. Kann ich noch irgendwo mich hier verstecken? Ich mach das mal. Da muss ich meinen Zug jetzt überspringen. Okay, dann werde ich den jetzt erstmal abschießen da oben. Aber kann ich gar nicht, ne? So, jetzt kann ich das wieder nehmen. Und dann kann ich es aufheben und dann da reinschmeißen. Yay! Like that! So, dann gehen wir jetzt mal hier hin und warten so lang. Überspringen. Den muss ich umbringen, ne? Ich muss mit Mario in Deckung gehen, der ist gleich tot. Oh, das wird jetzt aber knapp, ne? Wie komme ich denn da jetzt rüber? Kann ich irgendwie springen? Ah. Kann ich da irgendwie rankommen? Mario ist gleich tot! Ah, wie kann ich denn zu Mario wechseln? Ah, oh mein Gott. I see things. Okay, dann nehme ich das jetzt mal auf, das Ei. Aufheben. Und ballert dem das jetzt mal hier hin. Yay, let's go. Okay, nice. Danke, Leute. So, dann wechseln wir mal. Ja. So, jetzt kann der mir nämlich gar nichts mehr. Der letzte Schwachpunkt befindet sich hinter diesem Spalt. Wir müssen einen Weg finden, rüberzukommen. Zeit für einen Teamsprung. Oh, ein Teamsprung. Mit einem Teamsprung kannst du das letzte Finsterzeitei erreichen. Während eines Teamsprungs können deine Helden sich in der Luft frei bewegen, aber behalte den Timer im Auge. Oh Gott. Trommle deine Helden zusammen, um einen Teamsprung auszuführen. Wenn du neben einem anderen Helden stehst, kannst du seine maximalen Teamsprungreichweite sehen. Wenn ein Held in den Bewegungsradius eines anderen Helden kommt, wird dieser Bereich gelb hervorgehoben und das Schuhsymbol wird ebenfalls hervorgehoben. Okay, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Teamsprung machen. So, das heißt, ich gehe jetzt zu ihm. Dann kann ich auf Teamsprung drücken. Und dann kann ich hier rüberfliegen. Nice. Und dann kann ich mir das Ei holen. Dann kann ich dem das hier reinballern. Let's go, stirb! Hallo an alle! Yes! Yeet! Ich will auch so einen Stern. Die Waffen sehen voll süß aus. Oh yeah. Oh, süß.
Dankeschön an Surfer Girl. Okay. Besiege alle. Concentration. Wieder einsatzbereit. Das heißt Entdeckung gehen, Ziel anvisieren und feuerfrei auf diese Strolche. Yes. Passt aber auf, denn diese Dimension ist anders als unsere. Nach einem Schuss könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Okay. Taktisch vorgehen. Community aktiviert Backseat Gaming. Wenn ein Gegner hinter einem Teilhindernis ist, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass du ihn triffst. Entlang der gestrichelten Schusslinie wird die Trefferwahrscheinlichkeit in Prozenten angezeigt. Manche Waffen können Teilhindernisse umgehen und Gegner treffen, auch wenn sie sich dahinter befinden. Denk dran, nach einem Schuss kannst du dich für den Rest des Zuges nicht mehr bewegen. Okay, jetzt zeige ich euch mal, wie schlecht ich in taktischen Spielen bin. So, jetzt lass mal gucken, wenn ich jetzt hier auf Zielen gehe. Ja, ja, ich mach mal den jetzt hier, let's go. Oh, beide sogar, geht das? Also, dann ziehe ich nicht so viel ab. Wir machen mal alles auf den, dann ist der nämlich definitiv weg. Bam! Oh, das hat ja super geklappt. Okay. Ich glaube, mehr kann ich jetzt gerade nicht machen. Das ist ja konzentrierter als Madde, Leute. Okay, jetzt scheiße, jetzt ist der wieder weg. Beide in Deckung und dann schießen. Oh, verdammt. Oh nein! Du Schwein. Ich würde eigentlich jetzt ganz gerne... Gar nicht so easy, ne? Oh, das ist echt ein Game, wo du wirklich dein Gehirnchen ein bisschen anstrengen musst. Aber vielleicht sollte ich einfach mal... Ich muss unbedingt die hier in Deckung bringen. Und dann kann ich aber auch erstmal nirgendwo hinschießen, ne? Doch, das... Das mache ich jetzt. Let's go. Yes! Okay. LOL. Ach so, ich kann immer mit jedem schießen, oder? Ah, nice. Das wusste ich gar nicht. Ich kann öfter treffen. Dann mache ich jetzt den oder den. Den treffe ich ja auch. Stirb! Oh, wie arm der guckt! Das ist ja voll traurig! Der Arme! Okay. Jetzt ist Mario gleich tot. Kann ich Mario irgendwie heilen? Ich muss mal unbedingt hier nach hinten gehen. Und dann kann ich nämlich die hier volle Karacho ballern. Let's go. Stirb. Nice. Und dann wechsle ich. Und dann würde ich sagen, all in. Stirb. Der Arme, wie der guckt. Das ist voll traurig. Ey, geil, das macht Bock. Weil der weiß, was sie blüht. Was zur Hölle? Oh, süß! Lauft! Oh mein Gott. Er hat die Mushrooms auf seine Seite gezogen. Böse zu sein gefällt mir. Diese bösartige, furchterregende Monster ist Misera. Wir sind ihr mit Mühe entkommen, aber sie wird nicht aufhören, uns zu jagen. Okay, dann lass sie uns umbringen. Puh, diese Misera ist außerhalb unserer Reichweite. Trotzdem gehen ihre Energiewerte weit über das hinaus, was ich erfassen kann. Na, das hört sich ja schlecht an. Ich kann euch helfen. Ich kann Mario die Kraft verleihen, seine Kräfte zu stärken. Sie wirkt sich sogar auf seine Freunde aus. Jede Hilfe ist uns willkommen. Mario, zeig mal, was deine neue Fähigkeit vermag. Nein, es sind Mushrooms, es sind keine Goombas. Denkt daran, dass ihr beide über individuelle Techniken verfügt. Ich habe das Gefühl, dass ihr sie brauchen werdet. Wie cool der spricht. Okay, let's... Oh mein Gott, Mario ist ja fast tot. Kann ich Mario heilen?
So, jetzt, da du zwischen Angrifftechnik und Sparks wählen kannst, denk dran, dass jeder Help 2 Aktionspunkte pro Zug hat. Und vergiss nicht die Raserei. Diese Bewegungsfähigkeiten verbrauchen keine Aktionspunkte, aber sie haben einige Zähler. Um an eine bessere Position zu gelangen, kannst du einen Teamsprung nutzen. Es ist eine Bewegungsfähigkeit und verbraucht keine Aktionspunkte. Genau. Ich liebe solche Games. Ich habe deswegen auch immer sehr gerne Final Fantasy gespielt. Und zum Beispiel Codelka, falls ihr das kennt. Das sind halt Games, wo man jetzt nicht frei rumrennt, wie jetzt in Dark Souls und so. Sondern wirklich taktisch vorgehen muss. Ich mag solche Spiele sehr. Und fuchs mich da auch immer ganz arg rein. Ich fand das zum Beispiel bei Final Fantasy 7, 8, 9, 10 richtig, richtig cool. Auch bei Final Fantasy 8, wer es noch kennt, wo man den Gegnern die Draws entziehen konnte und die sich einteilen konnte, das war nice. So, was machen denn die Sparks eigentlich? Heilen die mich vielleicht? So, Verbündete. Nee, die mir geben. Ich würde mich gerne heilen. Weiß jemand, ob ich das kann? Codelka, oh mein Gott, Shadow Hearts. Ey, Codelka, ich liebe es so sehr. Ich wünsche mir ein Remake von diesem wunderbaren Game. Ich glaube, ich würde mal kurz Mario hier hinbringen, dass er einfach mal in Sicherheit ist, weil er wenig Energie hat. Und sie kann ja im Prinzip jetzt voll draufballern, ne? Ah, heilen. Sie kann heilen, ne? Okay, das heißt, ich kann ja heilen. Das mache ich jetzt mal. Warte mal, wie kann ich heilen? Nee. Ja, den würde ich jetzt... Aber nur so wenig nur? Kann ich ein bisschen näher hin, dass ich ein bisschen mehr heilen kann? So geil, dieser Rabbit einfach. So, und dann kann ich den aber noch abballern, ne? So, einfach mal vor euren Augen umgebracht. So, dann machen wir nochmal, was kann ich hier mit dem Ziel bei ihm machen? Turboladung ist es. Was geht noch hier beim Zielen? Oh, die haben so Angst, es ist so traurig. Was ist das? Heldenschicht. Ziele, die in Reichweite des Sichtfelds Gegner kommen, denn allein 100% Schaden. Probieren wir es mal, oder? Oh Gott, die Armen. Oh Gott, das ist ja voll gemein. Okay. All dead. Und ich mach mal kurz das noch. So, let's go, damit wir alle mehr Power haben. Okay, nice. Dann mehr kann ich jetzt gerade nicht machen. Genau. Holy shit, ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Warum bringe ich die alle um? Du kannst doch Raserei anwenden. Was ist denn Raserei? Das mache ich jetzt gleich mal. Raserei funktioniert bei denen auch. Oh oh. Oh oh, nein. Ich muss ihn schützen. Oh nein, nein, nicht Mario. Mario ist gleich tot. Ah, Armageddon, nein, schieß nicht Mario ab. Nein, um Gottes Willen, ich glaube, Mario ist gleich tot. Oh Gott. Ihr Schweine. My life be like. Oh Kacke, jetzt habe ich ja gar keine Chance hier irgendwie. Oh Gott, ich glaube, Mario wird sterben. Ich würde gerne die da drüben abknallen, ja. Den in der Hoffnung, dass wir die beide umbringen. Du darfst Heldensicht einsetzen. Das bewirkt, dass Mario, wenn die Gegner sich bewegen, einmal angreifen darf. Wenn ich Heldensicht... Ah, okay. Ihr kennt euch ja aus, ihr kleinen Schnitzels. Teamsprung. Ich würde eigentlich gern, dass Mario den Teamsprung macht. Und ich muss jetzt tatsächlich erstmal gucken, dass ich die da drüben umbringe. Die beiden, weil die werden sonst Mario killen. Okay, ich probiere es. Kann ich auch beide irgendwie? Nee, ich kann nur einen, weil der wird halt Mario jetzt umbringen, ne? Oh, scheiße. Aber ich bin ja dazwischen. Vielleicht haben wir Glück. Okay, es wird spannend. Ihr seht, man muss sehr taktisch in diesem Spiel vorgehen. Aber ich kann Mario auch nicht mehr umpositionieren. Oh Gott. Bitte überleb. Der zweite... Ah, nein! Mario ist, glaube ich, tot. Oh Gott, ganz knapp nicht. Der zweite Kanal heißt Verspieltes Gnu. Nein, ja, okay, schießt alle mich ab. Das ist voll in Ordnung. Um Gottes Willen. Oh Gott. Ich komme damit klar.
Boah, die sind schon nicht ohne, ne? Die Schweine. Okay, das heißt, ich kann jetzt mit ihm... Kann ich jetzt mit ihm die hier umbringen? Ich hab ja irgendwas gemeint. Ich kann jetzt mit ihm was machen? Die Raserei. Dann habe ich aber das Problem, dass die... Wenn ich die Raserei mache, sterben die jetzt alle drei, ne? Dann sind aber die da hinten voll das Problem für mich. Aber der Stein hält halt auch nicht mehr viel aus, ne? Jetzt muss ich taktisch denken, Leute. Gebt mir eure Gehirnzellen. Soll ich jetzt die Raserei machen oder mich hinterm Stein verstecken? Lauf gegen diejenigen, dann darfst du danach noch schießen. Okay, also Raserei, ne? Ich bin nicht auf der Comic-Con, aber ich bin auf der Dreamhack tatsächlich. Okay, ach so, ich darf mich noch bewegen. Das ist ja nice. Okay. Dann gehe ich nämlich hier hin. Und darf nochmal schießen. Das ist natürlich geil. Dann erschieße ich jetzt aber den hier. So, nice. Dann wechseln wir einmal zu mir. Was kann ich den? Raserei. Also wenn ich Raserei mache, darf ich nochmal schießen, ne? Okay, dann ist ja übel OP, ne? Ah, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Dann verstecke ich mich. Und dann baller ich den ab jetzt. Let's go. Stirb. Yes! Yeet! Geil. Boah, das macht Bock, das Game. Oh oh. Aber es ist egal. Ah, ich kann auch heilen. Das mache ich schnell mal. Halt. Ja. Ja, super Knuff. Heilsame Energie, komm sofort. So cool, wie die spricht. Ich würde jetzt einfach mal... So. Jetzt, mein Freund. Jetzt darf ich eigentlich zu Mario wechseln. Dann kann Mario noch draufknödeln. Oh yeah. Warte mal. Yes, let's go. Der ist dann fast tot, ne? Verdammt, jetzt habe ich meinen eigenen Schutz kaputt gemacht. Kann ich noch diesen absoluten epischen Move? Oh nein. Ist aber egal. Das überlebt sie schon. Oh, kritisch. So, jetzt kann ich den aber aufs Maul hauen, oder? Was geht hier noch? So. Was kann ich damit nochmal machen? Ah, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Aber dann kann ich jetzt sie das einfach erledigen lassen. Bring ihn um. Let's go! Yeet! Boah, gar nicht so einfach, ey. Ihr denkt euch wahrscheinlich, ha, du Kacknoob. Aber ich fand es jetzt echt nicht so einfach. So eine Herausforderung. Muss man schon schlau denken. Das ist die Synchronsprecherin von Maybell aus Gravity Falls. Cool. Ich find's so cool, wenn Leute so gut sprechen können. Ihr dürft immer gern Tipps geben. Her damit. Oh yeah, knapp. Einfach mal reingejumpt hier, ne? Übrigens, Ausrufezeichen Mario an meine Mods, dann könnt ihr euch nämlich das Spiel abchecken. Das kommt nämlich am 20. Oktober raus. Dürfen wir einen exklusiven Blick machen. Herzlich willkommen, Mario und Rabbit Peach. Schön, dass ihr unversehrt seid. Eure Sicherheit ist für unsere Mission von entscheidender Bedeutung. Wie cool möchte deine Stimme sein? Hey, hallo. Erinnerst du dich? Das Wesen, das dich erschaffen hat. Auch ich lebe noch. Ebenfalls erfreulich, aber in deinem Fall ist der kritische Erfolgsfaktor um 31,732193% geringer. Nehmt Genie ihre Arroganz nicht übel. Als neue künstliche Intelligenz des Schiffes hat sie erst gestern ein Ich-Bewusstsein erhalten. Offensichtlich ist da noch ein wenig Qualitätskontrolle erforderlich, aber da wir uns gerade in einer Notsituation befinden, wollte ich... Oh.
Hallo, mein Kleiner. Wie schön du funkelst. Bist du mit Mario an Bord gekommen? Interessant. Dem Anschein nach besteht diese Kreatur zu gleichen Teilen aus Rabbit und Luma. Folglich steckt eine große Menge Energie in ihr. Ich vermute, dass noch mehr davon über die Galaxie verteilt sind, aber mir fehlen die Daten, um eine genaue Zahlenangabe machen zu können. Oh, das ist eine Mixtur. Hatte dann Rabbit was mit dem Stern? Wie konnte das passieren, Rosalina? Hätte das niemals zugelassen. Du willst nicht wissen, wie das passiert ist. Frag sowas nicht nach. Mama, sie ist in Gefahr wegen Misera. Bitte hilf ihr, bitte. Mama, Big Bang, der heißt doch noch Big Bang. So ist er wahrscheinlich erstanden. Oh nein, Rosalina. Es muss etwas Schreckliches passiert sein. Eine Fusion aus dem Rabbit und Luma. Misera nimmt die Galaxie ein, mit Hilfe einer zerstörerischen Energie namens Finsterzeit. Ja, eine Fusion nennt ihr das. Ich bin auch eine Fusion zwischen einem Deutschen und einem Türken. Ein Deutscher und einem Türken. So bin ich auch entstanden. Ich kann das Epizentrum dieser Aktivität ausmachen. Miseras Festung. Unser Schiff würde eine Ewigkeit brauchen, um von unserer aktuellen Position zu dieser Festung zu gelangen. Allerdings könnten wir mit Finsterzeitenergie in gereinigter Form eine Reihe von Warp-Tunneln erzeugen, durch die wir quasi sofort dorthin gelangen würden. Okay. Genau das wollte ich unserem Freund hier gerade vorschlagen. Wie sollen wir deine Art eigentlich nennen? Aha, wie wäre es mit Rabbit Lumas? Oh. Spark! Wirklich? Wirklich? Wenn man es objektiv betrachtet, passt Rabbit Lumas doch eigentlich perfekt, oder? Bläh. Der nächste Planet in Reichweite ist Strahlestrand. Dort hat sich die Finsterzeit bereits ausgebreitet. Es gibt nicht genügend Daten, um die Gefahrenstufe einzuschätzen. Ist es mich frage, ob man gerade für den Mario Rabbit dann auch einen Synchronsprecher genommen hat oder ob das einfach einer der Entwickler macht, dieses Bläh. Hör auf, Genie. Für dich sind Abenteuer vielleicht neu, aber nicht für uns. Bei dieser Mission erwarte ich einen Schwierigkeitsgrad von... Entspannt. Natürlich behalte ich mir das Recht vor, meine Meinung im Laufe der Mission jederzeit zu ändern. Mega cool. Ihr könnt jederzeit den Schwierigkeitsgrad ändern. Das mag ich. Wie auch immer, durch die Rückendeckung der Rabbit Lumas wird unser steiniger Weg schon etwas weniger beschwerlich. Ich dachte, wir hätten uns auf Sparks geeinigt. Egal. Wichtig ist, dass sie uns helfen. Jetzt, da Misera weiß, dass sie bei uns sind, wird sie uns bestimmt nicht noch einmal belästigen. Dankeschön an Toastbrot mit Marmelade für das Kompliment an mein Buch. Ich brauche die Energie der Kreaturen. Bringt sie mir! Gruselig. Das Schnuffeltuch. Die Serie kommt irgendwie bekannt vor. Erzähl mir mehr. Ich spoilern! Coole Insel. Sieht sehr verlassen aus, wenn ihr mich fragt. Schau mal neben den Gegnern, neben die Leben, wie wahrscheinlich du sie treffen kannst. Dankeschön. Gib mir gern Tipps, ne? Backseat Gaming aktiviert. Die Dinger sind eigentlich wie mein Partner heute. Der war total salty, als ich ihn abgeholt habe, weil er noch nichts gegessen hat. Sind die geil, die Dinger. Ey, die Geräusche. Wenn ihr Ärger machen wollt, davon haben wir genug. Steckt das Ding weg. Wir sind Helden, keine ungezogenen Touristen. Dieser Satz. Helden? Du meinst die Art Helden, die sich selbst in Gefahr bringen, völlig Fremden zu helfen? War das nicht die Stimme von Mr. Krabs? Binga, binga, bonga, baby.
Gebete wurden erhört. Haha. Ich meine, ich habe da ein paar klitzekleine Probleme, bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Seht ihr das Ding da oben auf dem Leuchtturm? Ja, Tentakeln. Die Sonne ist in dem Augenblick verschwunden, als es aufgetaucht ist und unser Leuchtfeuer ausgepustet hat. Dieses Ding ist ein Finsterzeit-Tentakel. Wenn wir ihn vernichten, können wir nicht nur seinen schädlichen Einfluss auf das Wetter aufheben, sondern auch seine Finsterzeit-Energie reinigen, um damit einen Warp-Tunnel zu unserem nächsten Ziel zu erzeugen. Geil! Außerdem müssen wir alle Finsterzeitpfützen beseitigen. Sie bringen uns zwar keine gereinigte Energie, sind aber trotzdem gefährlich. Nice. Oder Benjamin Blümchen. Hilf uns, hilf uns. Könntet ihr erst noch im Dorf vorbeischauen? Es schwebt in großer Gefahr. Darum wollte ich mich eigentlich schon längst kümmern. Dieses Anliegen lässt sich mit unserer Mission vereinbaren. Im Dorf habe ich außerdem einen Spark entdeckt. Wir sollten Kontakt aufnehmen. Der Bär da auf dem Dach. Ey, geil. Boah, das ist ja voll groß. So nennt ihr diese kleinen steinförmigen Tierchen? Seufzt. Die hätten uns allen besser den Gefallen getan, zu Hause zu bleiben. Dieses Riesenhuhn. Wir sind zwar alle hier, aber das Dorf mit seinem Problem klingt nach einem Job für ein Heldenduo. Und meine Wenigkeit natürlich. Ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns, bevor meine Nanodioden einrosten. Wer kommt mit? Und da ist schon wieder so ein... Guck mal, wie dieser Hase dieses Huhn stresst da hinten. Wie geil ist denn das? Du hast erst... du hast deine ersten Aufgaben freigeschaltet. Sieh dir auf der Karte an. Da, zeig mal her. Hier ist der nächste Schritt. Unsere Hauptaufgabe. Um alle verfügbaren Aufgaben zu sehen, kannst du jederzeit X drücken. Okay. Das heißt, wir machen das als erstes einmal... Bogen der finsteren Zeit. Wir sollen erst ins Dorf, ne? Das ist ja das Ziel jetzt, das passt ja. Das Huhn ist sass. Mehrere Waffenskins erhalten. Drücke, um die Seiten der Teamheilung zu öffnen und dein gesamtes Team zu heilen. Dies ist ein Angebot von RabbitBot. Oh, cool. Oh, nice. Yay. So, lass mal dieses Riesenchicken hier mal ein bisschen observieren. Für das Gegner? Was passiert hier? Ich hab doch nur eine Bombe geschubst. Das war doch nur eine Bombe. Ach so, weil wir jetzt in den Teamkampf gehen. Was für ein epischer Aufhänger. Wegen einer Bombe. Wegen einer Bombe. Was war denn das für ein episches Intro? So, was kann ich denn hier auswählen? Ach, ich kann mein Team zusammenformen. So, ich würde aber das mal so lassen. Kann ich wahrscheinlich dann auch die verschiedenen Stärken und alles kombinieren, ne? Heile dein Team. Brauche ich aber eigentlich gerade nicht, oder? Wir sind ja geheilt. Okay, dann los geht's. Ich mach dich fertig. Rasen aufheben und werfen. Rase gegen eine Bob-Omb. Hebe ihn auf und wirf ihn um einen Bereich, um großen Schaden anzurichten. Kann ich ja gerade nicht, ne? Aber ich kann ihn doch abknallen einfach, oder? So, bye. Hier gibt's das? Ach, da gibt's noch weitere Gegner. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ach so. Okay, dann lass mal tauschen. Dann kann ich doch den hier 100% auch abknallen. Oh, schon wieder weg. War's das? Wo ist hier noch ein Gegner? Ich sehe keinen mehr. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht bereuen werden. Oh, da hinten. Oh, wo soll ich denn das sehen? Oh Gott. Okay, hat nur die getroffen, ist egal. Die sind ja überall. Ist ja wie auf der Gamescom. Gott, da bin ich getroffen. Komm, wir machen das jetzt ganz easy, mein Freund. Ah, warte mal. Hier 0% und hier ist... Hier steht jetzt quasi 63%. Ist das die Trefferwahrscheinlichkeit? Nee, ne? Das ist eine relativ hohe Trefferwahrscheinlichkeit hier.
Der ist dann dead, der Arme. Der Arme. Okay, dann machen wir den da hinten mal platt. Treffe ich den überhaupt? Ein bisschen, ja. Links oben steht, wie viele Gegner es gibt. Ah, 3 von 4, okay. Nice, dann skippe ich mal. Oder kann ich... Ja, das kann mich auch nicht mehr bewegen. Das ist nicht so schlimm. So, jetzt gibt's aber richtig aufs Maul hier, mein Freund. Stirb! Tut mir fast schon ein bisschen leid. Die Krabbe da hinten. Tippergänzung. Der rote Zielpunkt neben dem Leben des Gegners zeigt die Wahrscheinlichkeit, wie du ihn triffst. Mega nice. Ihr seid süß. Gib mir mehr Tipps. Ich werde jetzt ein Mario Rabbit Profi werden. Dank meiner Community. Die Stimme von Bipo hört sich an wie Thorax. Ist es, glaube ich, auch, ne? Ich habe jetzt ein Fertigkeiten-Prisma. Damit kann ich mich ausrüsten. Das ist der Fertigkeiten-Baum. Damit kannst du die Fähigkeiten deiner Helden während der Schlacht aufwerten. Fertigkeiten-Prisma sind die Währungen, mit der du aufwerten aktivieren kannst. Jeder Held hat einen eigenen Satz Fertigkeiten-Prismen. Sie können jederzeit genutzt und kostenfrei aufgefüllt werden. Den Fertigkeiten-Baum findest du im Tab Helden im Teammenü. Was gibt's denn hier so? Extra Punkte Kraft. Kann ich die Heilung noch nicht aktivieren? Heilung? Nee, da brauche ich noch mehr. Dann würde ich einfach das mal machen. Erstatten. Erlernen. Habe ich das jetzt weggenommen? Ach so, ich kann jeden eins hinzufügen. Nö, kann ich gar nicht machen. Was ist denn das? Was ist, wenn ich jetzt bei ihm anpasse? Ach so, nur sie hat einen, ne? Jetzt habe ich ihr einen eingefügt, oder wie? Ach so, ich muss da 3 einsetzen und dann erlernt sie es erst. Ah. Okay. Dann kann ich die ja jederzeit shiften, oder? Dann lasse ich den jetzt mal drin. Würde ich sagen. Das ist so geil. Wie mein Partner heute. Ich habe den abgeholt und er hat halt super Hunger gehabt. Der hat den ganzen Tag nichts gegessen. Und es waren genau die gleichen Geräusche. Mann, egal was ich gesagt habe. Ich glaube, der war das Synchronsprecher davon. Okay, das sind Level 2. Also ihr könnt quasi auch ähnlich wie in Final Fantasy entscheiden, ob ihr kämpfen wollt oder nicht. Da liegt irgendwann rum. Es hört nicht auf zu regnen. Bitte entfernt diesen Tentakel am Leuchtturm. Ich warte hier schon seit Tagen, aber das Konzert findet nur bei einem guten Wetter statt. So, die unterste Sprosse der Finsterzeit. Stufe 2. Bin ich schon Stufe 2? Ja, ich bin Stufe 2. Ich würde aber gerne, bevor ich das mache... Oh, süß! Was bist du denn? Du hast einen Stock im Po! Wie bist du, wenn du Hunger hast? Gar nicht hangry. Ich bin nicht so der hangry Mensch. Ich mach den mal kurz platt. Weil ich würde gerne ein bisschen aufleveln hier. Boah, ich merke schon, ich spiele auf jeden Fall im Bett weiter. Umso mehr da reinstecken, umso mehr lernt sie quasi, wenn du 3 voll hast. Genau. Okay. Genau, stimmt. Die haben Ähnlichkeit mit Sid von Ice Age. Okay, kann ich mich noch heilen? Nee, wir sind voll geheilt. Let's go. Let's go. Okay, ich mach erstmal die Bombe da hinten. Platt. Yes, mit beiden. Das arme Ding. Man kann die Bombe ja auch grabben und irgendwo hinschmeißen, habe ich gehört. Ne? Ich mache uns mal beide stärker. Yes. Dann wechseln wir mal hier hin. Und es sind wieder 4 Gegner. Das heißt, hier hinten chillen auch wieder ein paar rum. Kann ich die Bombe auch nehmen? Tschüssi! Dann kann ich sie theoretisch nehmen und dann schmeißen. Jetzt hatte ich halt Schiss, ne? Hätte ich jetzt machen können. Mist. Okay, mache ich nächstes Mal, weil es braucht echt lange, bis man... So, weg mit dir! Auf jeden Fall wird es einen Halloween-Stream geben, Leute, ne? Ich hoffe, das wisst ihr.
Wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Es wird einen Halloween-Stream geben. Der wird richtig nice. Der geht über 3 Tage. Also wirklich, Kollege. Was war denn bitte das? Dafür gibt's auf jeden Fall mal Raserei. Und dann schieße ich dich aus absolut naher Distanz ab. Der Arme. Oh. Danke für die ganzen Sapsen-Süßis. Die lese ich dann nach der Folge vor. Vielen Dank. Meine Pizza ist leer. Verkleidet auf jeden Fall. Ich habe 2 Kostüme. So nice. So, dann gehen wir mal jetzt erstmal hin zum Dorf. Das wollte ich als erstes machen. Bitte helft uns. Unser Dorf ist belagert. Halte X, um zum Dorf zu sprinten. Mach schneller! Oh, jetzt müssen wir die ganzen Diamanten hier einsammeln. Was gibt's hier nochmal? Sorry, voll gegen den Arsch gelaufen. So, täuschen mich meine audiovisuellen Empfangsgeräte oder sehe ich hier ein paar anspruchsvolle Kunden? Meine gewöhnlichen Kunden leiden an Weltblindheit, an Wertblindheit, wie ich es nenne. An sie gebe ich Rücksendungen oder Restposten raus. Und trotzdem wollen sie jedes Mal über den Preis verhandeln. Und das wir mit 6 kleinen Krämerbots zu Hause. Darüber? Nein, ich mache weiter unglaubliche Angebote. Mein Verlust ist euer Gewinn. Auch wenn ihr danach jederzeit eine Teamheilung haben wollt, müsst ihr bezahlen. Okay. Schau im Kampf in deine Itemtasche, nutze ein Item, um deine Strategie zu optimieren. Aber geh sparsam damit um. Ah, kann ich Items holen. Das ist auf jeden Fall heil 30k. Gibt es auch irgendwas zum Wiederbeleben? Erinnerungen, Wissenschaft. Ah, cool. Das ist richtig cool. Da kannst du so richtig... Ja, ich habe richtige Vibes hier. Aber ich glaube, da brauche ich jetzt noch nichts. Schaffen wir schon noch so. Später komme ich wieder. So, jetzt müssen wir, glaube ich, diese Pfütze hier erstmal zerstören. Ganz schnell erstmal Geld sammeln. Habt ihr jetzt eigentlich schon Ferien? Auf jeden Fall gibt es ein krankes Horror-Game, meine Lieben. Darauf könnt ihr euch verlassen. Skins für die... hast du nicht Skins für die Waffen? Ja, ihr habt Ferien. Ach, deswegen lümmelt ihr hier alle rum. Ich noch nicht. Okay. So, das heißt, ich würde jetzt gerne diese Bombe nehmen. Würde sie aufheben. Würde sie mal ganz gediegen. Oh, fuck. Dahin schmeißen! Oh Gott! Und dann würde ich mich gerne hier verstecken. Oder kann ich vielleicht schon jemand abschießen oder so? Wenn ich das halt mache, kann ich mich danach nicht mehr bewegen, ne? Das machen wir auf jeden Fall schon mal. Und dann ballern wir den ab. 50%. Yo. War okay. So, dann wechseln wir mal zu mir. Gehe ich mal hier nach hinten. Und dann baller ich den da hinten auch mal ab. Was ist in meiner Tasche? Ah, okay, ein Pilz. Den behalten wir aber noch. Der muss jetzt erstmal weg. Sorry. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht dumm, weil der Mario steht einfach komplett frei rum hier, ne? Na, ob ich gehe auch zur Uni. Ach so, süß. Auf jeden Fall spiele ich noch Disney Dreamlight Valley weiter, aber erst wenn es Updates gibt. Kommt ja bald eins jetzt. Oh nein. So weit könnt ihr gar nicht vorlaufen, ihr Schweine. Boah, der geht aber richtig rasant vor hier. Und der schießt sogar. Das überleben wir aber, das ist easy. So, jetzt kann ich die doch hier alle mal wegballern. Namaste. Und ich würde ganz gerne... Die Bombe muss weg. LOL. LOL. Wow, nice. Okay, ist sonst noch... Hier sind noch 3 Gegner übrig. Komm mal mit hier hin. Oder dann halt hier. Und dann baller ich den jetzt ab. So, let's go. Nein, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich auch so einen Pilz verwendet. Verdammt.
Silent Hill ist doch noch gar nicht draußen. Kann ich den nicht einfach mit der Raserei ermorden? Okidoki. Und dann? Tut mir leid, mein kleiner Freund, aber das wird jetzt wehtun. Yes! Okidoki. Oh, yes. Yeet! So, passt da nicht von Ton? Ihr kleinen Yeeter! Nice! Japp. Süß. Phasmo-Stream gibt's wieder am Freitag. Siegfried will kein Spielverderber sein. Sportsfreunde, aber alle Wettkämpfe sind aufgrund des Wetters abgesagt. Okay, ist kein Problem. I can live with that. Was ist das hier? Kommen wir hier sonst weiter? Ach, da können wir einfach weitergehen. Was ist denn das alles hier? So süß, das Spiel. Da komme ich auch noch nicht hin. Wir müssen da irgendwie hoch. Was sind denn das für Dinger? Kann ich momentan noch nichts machen. Ih, das ist so ein ekliger Eyeball. Kann ich den nicht umbringen? Da oben muss ich aber hin. Yo! Wo habe ich gerade geschlagen? Ah, da muss ich hin. Glaube ich. War der Level 10? Oh oh. Vielleicht sollte man nicht jeden anmucken, der hier irgendwie nur rumsteht. Der Goomba mit dem Kopf auf dem. Mit dem Topf auf dem Kopf. Oh oh, das heißt, die sind, glaube ich, stärker, ne? Oh Gott, das sind 10, oder? Das ist Level 10, glaube ich, ne? War das so. War das so schlau? Ich glaube nicht. Gucken, ob wir es trotzdem schaffen. Let's go. Boah, jetzt schießt der da auch noch drauf. Vielleicht den aufheben? Und dann? Ah, dann kann ich das denen auf den Kopf schmeißen, oder? Ey, warum lebt denn der jetzt wieder? Oh, oh, Leute. Ich glaube, wir werden sterben. Und zwar ganz erbärmlich. Wie muss ich den jetzt eigentlich hier ermorden? Ich weiß ja jetzt gar nicht, wer mir hier mehr Schaden macht. Dem mache ich ja gar keinen Schaden, ne? Wegen ihren Töpfen. Na kacke, der hat auf jeden Fall mal überlebt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt überleben werden, meine Freunde. Oh Gott. Boah, okay. Ich will es nicht anschauen. Sie können es vorspulen. Oh Gott, wir sind tot. Ja, das war... Das war nix. Satz mit X. Das war wohl nix. Boah. Zurück zur Erkundung. Ja. Okay, Level 10. Noch nichts für uns. Lalalalalala. Ja, ja. Ich hätte besser lesen sollen. Alles gut. Nichts passiert. Aufheben. So, ich glaube, die Dinger muss ich jetzt zu ihren passenden Steinchen bringen. Gehört es hier rein? Nee. Du musst 6 Runden überleben. Das kann man ja vergessen. So, platzieren. Ah, look at this. Ey, diese Vögel sind einfach ultra cute, ne? Oh. Oh, die Vögel. Ah, okay, jetzt können wir hier rüber rein. Oh ja! Jetzt kann ich nämlich diesen dummen Ballon da oben umbringen. Oder? Nee, noch nicht. Da müssen wir jetzt weiter. Ah, kann ich... Ah, look at this. So, jetzt.
So, nice. Und ab rein in die nächste Schlacht. Stufe 4. Oh Gott, schaffe ich Stufe... Lemon Cake kommt eine Folge am Mittwoch, glaube ich, wieder. Auch richtig Spaß gemacht. Ich habe euch einen Streamplan schon hochgeladen hier auf Twitch. Die kleinen Neugierigen. Schaffe ich das überhaupt, Stufe 4? Jetzt gehen wir mal taktisch vor, ne? Ihr dürft mir jetzt auch helfen. Damit wir das hier alles schaffen. Habe ich auch irgendeine Übersicht, wo ich die ganzen Gegner mal sehen kann? Hier oben ist ja einer, das ist ja auch jetzt wieder echt nicht so easy, sich hier gut zu verstecken. Hier hoch. Vielleicht sogar hier hin. Hier hin und die drei Gambas mal. Oder den da. Den will ich jetzt abmurksen hier. Wie viel Prozent schaffe ich das? Zu wie viel Prozent? Relativ gut. Muss ja irgendwo anfangen. So, irgendwo muss man anfangen. Okay. Dann leveln wir uns mal hoch. Was bringt das nochmal? Ziele in die Reichweite des Sichtfeldes des Helden kommen, erlegen. Okay, aber das bringt mir jetzt nichts, ne? Wenn ich das jetzt mache. Das mache ich nachher. Könnt mir sagen, ob das was bringt. Ich würde den da abwuchsen gerne. Gute Nacht. Okay, ich glaube, bringt es was? Das bringt sehr viel, dann mache ich es jetzt. Aber ich meine, weil ich halt jetzt nicht mehr am Zug bin, weißt? Aber jetzt gucken wir mal. Ich glaube, wenn mich jetzt einer angreift, dann attackiere ich den automatisch, oder? Oh Gott, das ist gruselig. Ich kann auch hier, wie gesagt, vorspulen. Ah, nice. Okay, das bringt wirklich sehr viel. Geil. Das heißt, der Gegner, der mich angreift, wird direkt abgeknallt. Das muss man echt immer aktivieren. Das ist nice. Und die können alle nichts machen. Ha. Geile Runde. So. Dann lassen uns die mal eventuell alle abmurksen, wenn es geht. Nee, ich kann die alle nur am Stück abmurksen. Vielleicht sogar schlauer, hier zurückzuziehen. War hier oben noch einer? Zieh mich mal zurück. Und geh mal hier hin. Und baller den ab. So. Dann wechseln wir mal hierher. Geh mal hier hin. Und knödeln mal den ab. So. Und dann... Machen wir mal weiter. Ja, der nächste Zug. Der Reddit spricht Deutsch, ja. Okay, ist auf jeden Fall sehr gut. Nee, das ist nicht gut. Verdammt. Okay, keiner kann mir was. Haha. So, wo ist denn der Typ? Ist hier oben einer? Da ist einer. Nice. Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Kadetten. Wie befriedigend. Wie befriedigend. Kein Ziel in Reichweite. Kann ich doch sicherlich hier ändern, oder? Hat die gerade... Die hat nicht das F-Wort gesagt, ne? So, läuft doch richtig gut, Leute. Aufenthaltsturm ist noch einer. Ja. Easy. Da komme ich, glaube ich, nicht hin, oder? Mit meiner Waffe. Ne. 0%. Da muss ich meine... Oder vielleicht von hier treffe ich den aber. Ne, auch nicht. Hier ist keiner. Dann kann ich eigentlich nichts anderes machen, außer hier stehen bleiben. Und den Mario mal machen lassen. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich den ermurksen. Oder den da oben. Aber da komme ich nicht ran. Blöd. Das heißt, ich würde jetzt einfach einen Schuss in Kauf nehmen. Und da mal drauf bolzen.
Auch wenn es nicht sein Ende sein wird. Ah, sie hat zack gesagt. Okay. So, und ich glaube, den da oben treffe ich jetzt auch nicht, ne? Der ist zu weit weg. Ne, okay. Kann ich da runterspringen? Ach so. Ja, wenn das so ist, dann mache ich das doch. Ach Mann, ganz knapp nicht. Nee. Okay, dann gehe ich mal in Deckung. Dann muss Mario die Schläge einstecken. Oh geil, die treffen mich gar nicht. Das bringt aber nichts von hier aus. Heißt vielleicht von hier? Nee. Verdammt, wir kommen hier gar nicht weiter. Aber Mario müsste den doch jetzt eigentlich treffen, oder? Auch kein Ziel. Dann müssen wir... Obwohl, ich könnte mal hier hin schon mal. Das bringt halt gar nichts. Die kommt halt nicht weiter, ne? Das heißt, ich muss leider passen. Geht leider nicht anders. Und er kommt runter, das ist ja schön. So, jetzt bist du tot. Stirb, mein Freund, stirb. So, bam! Schönes Gesicht geschossen. Stimmt, Teamsprung habe ich ganz vergessen. Oh. Ihr habt recht, ich habe den Teamsprung vergessen. Ja. Hallo an alle, wie geht's euch? Kann ich doch das aufheben? Wo war denn das nochmal drin? Das war doch hier unten irgendwo drin, ne? Da. Was zur Hölle bist du? Öffnen. Okay. Weiter geht's. Wir müssen ins Dorf runterklettern. Was ist das? Komme ich da ins Dorf? Verschlossene Tür. Yay! Wuhu! Waha! Wuhu! Da muss ich hoch. Was ist das? Oh, rote Münzen. Schnell. Ich hab ein rote Münzen-Trauma. Nein, das mache ich jetzt aber nochmal. Ja. Nice. Die roten Münzen, Leute, die müssen überall sein. Dankeschön, mir geht's auch sehr gut. So, wir gehen jetzt hier mal hoch ins Dorf, Leute. Jetzt räumen wir hier mal auf. Hilfe! Hilfe! Eine Bombe. Ein Bombchen. Raserei, ich habe gerade rasieren gelesen. Rasieren wäre auch geil gewesen. Rasieren. Oh, das sind ein paar viele Bomben, ne? Besiege alle. Ich schmeiß jetzt alle aufeinander. Ich glaube, so muss das sein. Los geht's. Okidoki. Okidoki. Achso, ich kann die nur einmal hitten, ne? Dann würde ich jetzt aber die da oben mal abknallen. Ja. So. Und dann können wir vielleicht... Ja, das sind auf jeden Fall beide tot. Oh ne, doch nicht, doch. Nice. Ich lieb's. Ja, den mache ich. Hätte ich mich auch vorbewegen sollen, ne? Jetzt bringt es nicht. Jetzt schießt wahrscheinlich gegen die Wand. Ah, ne, nice. Geht! Die armen Bomben haben einfach null Chance hier, ne? Yes, geht! Ich
finde es so cute, dass Nu mich Surfer Girl genannt hat. Surfs. Aber du heißt doch Surfer Girl, oder? Ich gebe meiner Community immer irgendwelche Namen, ey. Valchillax habe ich auch mal Valchillax ausgesprochen. Es war so lustig, beim Treffen kamen eigentlich die meisten Leute her und haben gesagt, ich heiße eigentlich ganz anders, aber du sprichst es immer so anders aus. Gut, dass ihr diesen Bob-Om beseitigt habt. Ich dachte schon, er macht Kabumm mit der armen Kreatur, die ich gefunden habe. Was hast du denn da gefunden? Oder Dark Meire. Dark Marie, gell? Dark Marie habe ich dich immer genannt. Nur die Sonne kann die Tür zum Leuchtturm aufschlüsseln. Wisst ihr das? Ohne Sonnenschein kommt ihr da nicht rein. Normalerweise. Ihr habt aber Glück, wenn diese kluge kleinen Kerlchen kann Licht machen. Seht her. Ach, er hat ein Sternchen gesammelt. Süß. Oh, süß. Oh. Oh yeah. Dann müssen wir da wohl hin. Der für mich Geld, oder? Ah, nee, jetzt bin ich hier. Ah. Nice. Kriege ich da wieder Geld raus aus jedem Busch? Oder ist es nicht bei jedem so? Yay, nice city. Juhu, wahoo! Hat mir irgendwas Rotes angezeigt. Okay. Geht rein da! Ich darf bis zum dritten Planeten spielen. Mehr aber nicht. Oh, ich habe einen Fertigkeitenpunkt. Geil, ich muss gleich mal skillen. Brauche ich aber erstmal die Penne ja platt. Eo Highball, dankeschön für die netten Worte. Vielen, vielen Dank. Ich dachte auch, dass er sie nicht Dark Meire, sondern Dark Marie heißt. Es tut mir so leid. Ihr müsst diese Schlacht gewinnen, damit ich mit euch fort kann. Sonst stecke ich hier fest. Weißt du, wir waren eigentlich hinter einem anderen Spark her. Aber was soll's? Ha, je mehr, desto besser. Ein kleiner Tipp. Die Halunken auf diesem Schlachtfeld sind ziemlich stumpfsinnig. Wenn ihr die andere Seite des Schlachtfelds erreicht, geben sie auf. Ah. Okay. Wenn du drückst, kann Bibo sich auf dem Schlachtfeld bewegen. Und sowohl Helden als auch Gegner analysieren. Oh, mit kannst du auch zwischen ihnen hin und her springen. Immer wenn du auf neue Gegner stößt, solltest du sie analysieren, um die Fähigkeiten zu verstehen. Okay, dann machen wir das doch direkt mal. Los geht's. Oh yeah. So, wie kann der jetzt scannen? So, zurück ich ja eigentlich. Aber irgendwie scannt er nicht. Tacticam. So, jetzt kann ich das jetzt scannen. Hier, Goomba. Infos verbergen. Bereich sperren. Kann ich die jetzt auch? So, empfindlich, unempfindlich gegen Frostbeulen. War das jetzt das, was ich machen musste? Ja, ne? Stick drücken. Ja, okay. Dann ballern wir die erstmal alle weg. Das gefällt denen überhaupt nicht. Und dann würde ich hier hingehen. Würde erstmal uns ableveln. Dann würde ich einmal das machen. Deck und da ist ein Sniper. Ach, das ist ein Sniper. Oh. Ach so, jetzt kann ich gar nicht mehr meine krasse Schusswaffe machen. Kacke, das wusste ich nicht. Memo an mich selbst. Künftig erstmal schießen und dann. So. Okay. So geil, wie sie redet. So, nice.
Ja, ja, kommt hier nur erstmal alle her. Sind echt Sniper, ne? Holy shit, okay. Oh, oh. Boah, wie blöd der ist. Der hätte mich voll treffen können. Gut, dass ich leicht gestellt habe. So, erstmal Raserei, bam. Und dann würde ich eigentlich ganz gerne... Ich mach den mal weg. Weil der kommt als nächstes. Nein, bist du nicht. Alles ist gut. So, dann machen wir mal hier. Den treffe ich so nicht. Kann aber jetzt eigentlich auch hier rüber gehen, ne? Aber dann trifft der mich. Ach, blöd. Ich gehe mal kurz hier und ich will nicht abgesniped werden. So, machen wir den weg. So, stirb! Okidoki. Okay. Next one. Oh, oh, ich glaube, es gibt einen Kopfschuss. Ein Klapper. Okay, so stark sind die gar nicht. Easy, jetzt werdet ihr sterben. Und zwar sowas von räudig. Okay, die Schüsse, die kann ich einstecken. Da habe ich kein Problem mit. So. Obwohl, wir machen mal keinen Bullshit hier. So kann ich auch niemanden treffen, aber es ist okay. Oh, voll arm, wie die schreien. Das ist so traurig. Aua. So, kann ich den dann da vorne abknallen? Theoretisch, ja. Machen wir den weg. Finish. Oh, verdammt. Ja, dumm. Egal. Der haut jetzt ab. Nee, doch nicht. Der schießt mich lieber ab. Das ist kein Problem für mich. Ich komme jetzt rüber. So, jetzt gibt's erstmal hier ordentlich einen auf die Semmel. Und dann machen wir meinen Lieblingsmove, und zwar den. Haha. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur warten. So, mein Freund, sobald du eine Bewegung machst, wird dich mein Freund Mario umbringen. Kritische Treffer, uff. Okay, kein Problem. Oh, wie arm das sich versteckt. Ah. Ja, das Spiel macht sehr viel Spaß. Wie gefällt es euch denn? Yes, we did it. Eigentlich muss ich ja gar nicht gewinnen. Ich kann auch einfach vorbeirennen, oder? Aber ich habe jetzt auf jeden Fall wieder ein Prisma. Oh. Kommt übrigens am 20. Oktober raus. Ausrufezeichen Mario. Dann könnt ihr alles abchecken zum Spiel. Bluto schließt sich dem Team an. Oh, jetzt habe ich einen neuen Homie. Mhm. Das ist die Spark-Verwaltung. Hier kannst du deinen Helden Spark zuteilen, die sich deinem Team angeschlossen haben. Ach, okay, Feuerangriff. Nice! Da kann ich jetzt mit Feuer angreifen. Boah, shit, ey. Ich werde süchtig werden. Mann, warum kommen so viele Suchtgame raus? Ich komme gar nicht mit. Ich werte dich auf. Füttern. Ja, friss. Ach, guck mal, ich kann denn hier das alles verfressen. Dann ist der jetzt Level... Ach, nice. Und dann kann ich mir meine Eissparks und so mitnehmen, ne? Ah, und den kann ich hier einfach weiter tauschen. Was kann denn meiner? Big Bang. Nö, der soll mal hier bleiben. Aber ich hätte... Nein, der soll hier oben sein, bitte. Warte. Den will ich hier haben. Dann gebe ich ja mir jetzt einfach den hier mit. Dann haben wir zwei. Aber wie kann ich denn den hier aufwerten? Auf X, ne? Was kann meiner? Strom, ne? Stufe Obergrenze erreicht. Okay. Ach, das ist ja cool. Du kannst dir deine eigenen Eissachen hinmachen. Dann werte ich den aber noch ein bisschen auf. Ah, ne, Werte kann ich nicht. Okay, aber dann kann ich den doch noch aufwerten, oder? Ja. Es wird eines Tages der Tag kommen, an dem wir die nämlich alle aufwerten müssen. So, ich habe noch so ein Ding bekommen. Team. Ich würde gern ihm... Ne, ihr kann ich doch noch so einen... Weitere Infos. Wo ist denn noch mein Spark? Ich will nicht tauschen. Ich will einfach nur weitere Infos. Helden. Heldeninfo. Irgendwo konnte ich doch meine Dinger einsetzen. Bei Helden. Den Fertigkeitsbaum war es, genau. Anpassen. Da kann ich noch mal einen reinballern jetzt, ne?
Das verstehe ich noch nicht so ganz. Kann mir das mal jemand erklären? Ich mache die heraus. Ich will das aber erlernen. So. Da kann ich das einfügen. Hier kann ich das... Steht es noch nicht so ganz. Ah, jetzt. Habe ich zwei reingepackt. Okay. Weiß zwar nicht, ob das so schlau ist, aber... Extra Kraftpunkte. Ich hab's verstanden. Da kann man quasi Sachen reinknödeln. Dafür brauche ich noch einen, den habe ich nicht. Okay. Betreten. Wieder reinschleichen. Oh. Oh, ist jetzt einer der Bösewichte, ne? Oh, oh. Egal, mach mir platt. I don't give a damn. Flagge. Tempeleingang. Du hast eine neue Teleport... Ah, eine Teleport... Ach cool, wir können auch teleportieren jetzt. Ja, die nehme ich doch mit. Das ist so ein cooles Spiel, wirklich. Sieht aus wie Herkules. Offen. Eine Familie von stolzen Halbgöttern. Wandbilder sind für solch göttliche Geschöpfe sicher das, was für andere Familien. Leider wird diese königliche Darstellung der Geburt von Augi und seinem Zwillingsbruder Perfectus von Augis chronischen Verdauungsproblemen. Hm, kann es sein, dass nicht einer von denen jetzt der Bruder ist, der uns hier verfolgt? Der sah nämlich so ähnlich aus. Oh, wieder ein Spark. Es ist Rhesus Merch, der da wegfliegt. Ich hab den Spark des Lichts gesehen. Vielleicht könnten wir über diesen Steg auf die andere Seite gelangen. Aber erst müssen wir irgendwie den Wasserpegel anheben. Okay. Heißt, Wasserpegel anheben, dann muss ich das hier irgendwie alles wegschieben. Okay, geht nicht. Hm. Okay. Das steckt fest. Kann ich das nicht einfach hier hinschieben? Brauche das Gehirn der Community. So, es muss ja alles durchfließen. So. Here we got a problem. Das heißt... Der ist jetzt hier im Weg. Aber keine Ahnung, wie ich den wegkriegen soll, ihr. Folge dem Spark des Lichts. Mensch, Gumbas sind wirklich furchteinflößend. So ein kleiner Gumba ist nicht zu unterschätzen. Wenn ihr wenigstens drei von ihm besiegen könntet, wäre ich euch durchaus dankbar. Okay, dann machen wir die doch einfach mal fertig. Was ist das hier eigentlich immer, diese Lichter? Den einen zurück, den anderen zuerst. Oh, halt. Scheiße, jetzt machen die den ersten. Den mache ich jetzt kurz platt. Und dann habe ich die Mission gemacht und dann gehen wir nochmal zu den Steinen. Hinter dem vollen Becken, die großen oder kleinen Gebäude in Treffertrefflichkeit. Chance gleich null. Außer bei Rabbit Peach, die manchmal über Blöcke drüber schießen kann. Ah, nice. Eigentlich sollte ich auch mal die Leute tauschen, ne? Danke, Mut Tiger. Keine Ahnung, warum das mein Mobot wieder löscht, ey. Ist so nervig. So. Dann mache ich direkt mal wieder den hier. Auch wenn der da nicht wirklich viel bringt. Aus Gründen. Den treffe ich, das mache ich jetzt. So geil.
Und ich kann auch Feuer machen. Angriff nicht verfügbar. Schade. Yay. Oh, der haut ab. Wehe. So geil. Feuerangriff. Alle waffenbasierten Angriffe. Ach, nice. Jetzt haben wir Feuer. Ah, ich verstehe. Nice. Boah, das ist cool. Jetzt brennt der Arme auch noch. Oh, was für ein erbärmlicher Tod. Oh. Puff, weg. Der Arme wie so ein Streichholz. Puff. Oh. Genau, ich sag Mario Rabbit Spark of Hope. Das kommt am 20. Oktober raus und ich darf es heute bis zur dritten Welt mit euch spielen. Was ist das? Sieht nett aus. Öffnen. Tempel der Morgenröte. Eine Leerschildkröte. Ah, jetzt kann ich das hier runterballern. Nice. So, jetzt machen wir nochmal diese eine Übung hier, ne? Meine kleinen Schweinchen. Oh ne, das wollte ich gar nicht. Habe ich jetzt mit anderen ausgewählt? Nein. Der tragt meinen nervigen Bruder nicht. Ich brauche wieder meine hässliche Peach. So. Hallo Yumis. Ich bin gerade in der ersten Welt. So. Ach so, stimmt. Ich habe noch gar keine Goombas getötet. So, jetzt gehen wir noch mal kurz zu dieser Aufgabe hier. Also, Kadetten. Ihr seid ja kleine Schlauis. Und da ihr kleine Schlauis seid, wisst ihr sicherlich, wie ich diese Aufgabe lösen muss. Ah, ich glaube, ich weiß es auch. Genau, und dann kann ich nämlich hier so ein bisschen das durch und dann haben wir es. Yeah! Yeet. Oh. Was ist das? Der einzige Preis, den Augie als Kind gewonnen hatte, war der zweite Platz im Bratwurst-Wettessen. Augie. Münzen. Hey, es macht richtig Spaß, ne? Wie schlage ich denn nochmal? Wisst ihr, wie ich nochmal schlage? Okay. Was hältst du von Österreich? Wunderschön. Wunderschön. Ich esse gerade Bratwurst. Los geht's. Oho. Boah, es hat so Spaß gemacht. Die mache ich auch gleich mal alle platt. Das geht gar nicht. Verdammt. Ist aber nicht schlimm. Dann würde ich sagen, mach mal. Ah ne, das wollte ich nicht zuerst machen. Verdammt, ich habe es schon wieder gemacht. So, die armen Gegner. Ich mache auch erstmal den hier. Erstmal Feuerangriff noch. Und dann erstmal alle weg. Und dann knödeln wir den da hinten nochmal weg. Der Arme. Und der wird wieder voll verbrennen. Puff, macht er jetzt. Oh. Okay. Oh, da sind ja auch noch welche. Oh Mist, die habe ich gar nicht gesehen. Boah, wir werden richtig geslammt hier jetzt. Holy. Okay, erstmal weg mit euch. Und dann erstmal weg hier und. Dann erstmal hier. So, wir müssen jetzt leider noch ein paar Slams einstecken, aber so ist es halt. Am besten ganz weg in die Ecke gehen. So, Ben!
Boah, das macht echt süchtig. Pizza mit Käserand sehr gut, aber auch nur. Okay. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber auch nur, wenn der Käserand noch käsig fluffig ist und nicht, wenn der Käse hart ist. So. Ich prokrastiniere gerade mit deinem Stream vor der Arbeit. Danke für die gute Unterhaltung. Oh, süß. Danke dir, dass du mich schaust, dass ihr mich währenddessen schaut. Na, danke, Leute. Seid einfach Cutie Pies. Cutie Pies. Das Meer soll aus den Tränen von Perfektus Friseuren entstanden sein, die vor Freude weinten, während sie seine goldenen Locken kämmten. Mhm. Spiel Feuereffekt das nächste Mal auf einen Goomba. Oh, stimmt. Aber jetzt kann ich doch eigentlich zu den einen da hinten hin. Weil der hatte doch die Aufgabe, dass ich doch einen Goomba töten soll. Das habe ich jetzt gemacht. 4 Stück. Und deswegen gibt er mir bestimmt irgendwas dafür, oder? Habe ich doch. Und ihr meine, oh, sind hier immer Goombas. 3 Goombas. Ach so, noch mehr. Also ach so, der meint jetzt hier quasi insgesamt 3. Also jetzt nicht nur die Kampf, das waren jetzt 10, sondern 3 angreifen. I understand. Okay, wir gehen mal hier lang. Was machen die denn schon wieder hier? Was bedeutet das hier immer? Der Teig musste 2 Tage gehen und 8 Stunden geknetet werden. Und Augie legt einfach die Zuckerglasur ab und schmeißt sie weg. Augie. Der ist schon wieder hier, um Kohle zu machen. Scheint jetzt also ein härterer Kampf zu werden, wenn der hier ist, Leute. Aber dem bin ich bereit zu kämpfen. Ist ja gar nicht beängstigend. Oh. Tentakel Power. Schnell, wir dürfen den Spark des Lichts nicht verlieren. Ganz ich, genau. Ohne den Spark können wir nicht in den Leuchtturm gelangen. Ich weiß, ob ich dafür bereit bin. Das ist wirklich nicht der einzige Grund, warum wir dieses arme Wesen retten sollten. Natürlich. Der Sieg über den Finsterzeit-Tentakel bringt uns außerdem in den Besitz einer der beiden gereinigten Finsterzeit-Energiekristalle, die wir brauchen. Allerdings ist die Finsterzeit-Energiedichte dieser Kreatur höher als die der Pfützen. Das bedeutet, dass unsere Gegner deutlich stärker sein werden. Das hat man nun davon, wenn man das Empathie-Modul der KI der Einfachheit halber beim Discounter... Ey, ihr Schweine, nicht unanständig denken. Okay, let's go. Stufe 4. I'm ready. Oh, danke Jerry Justin. Voll die epische Musik. Was geht denn hier ab? Das ist doch keine Herausforderung. Super Effekt. Sind zusätzliche Effekte, die potenziell jeden treffen können und einzigartige Auswirkungen haben. Die Feuersupereffekte sind, sein Ziel ist Brand. Okay, das heißt, wir müssen jetzt alle in Brand setzen. Let's go, I'm ready. Okay, das heißt, ich level mich mal kurz hier hoch. Dann mache ich mal kurz den da hinten platt. Und wechsel mal hier hin. Machen erstmal Feuer. Und versuchen, den hier platt zu machen. Let's go. Yes.
Der Arme. Oh nein, ich stehe nicht in Deckung so jetzt. Oh Gott, Hilfe. Ah, ich kann noch jemanden abknallen. Ist aber niemand hier. Heißt es, wir müssen jetzt den Super-Duper-Sprung machen? Ich glaube schon, ne? Okay, dann kann ich ja nur springen, oder? Ah ne, ich kann auch den hier machen. Den absoluten Rage. Und theoretisch kann ich niemanden abschießen, ne? Let's go. So. Du musst den Schalter drücken. Oh. Jeet. Danke. Dann kann ich ja theoretisch noch jemanden umbringen. Jeet. Den treffe ich doch. Ey, easy, danke für den Hinweis, ne? Nice, ey. Voll abrasiert hier. Jetzt kommt doch. Das war erbärmlich. Dafür musst du leider sterben. Ja, aber definitiv. Oh, leider doch nicht gestorben. Verdammt. Oh, er lebt noch, verdammt. Aber jetzt kann ich ihn umbringen. Geht. So geil. Richtig irre. Okay, bisschen doof jetzt, ne? Weil jetzt muss ich im Prinzip... Einer von uns wird jetzt... ein Problem haben. Kann ich dir den Turbosprung geben? Bisschen am Arsch! Darf ich mich noch weiter bewegen? Oh ja. Yeah. Gut, Glück gehabt. Kann ich hier jemanden treffen? Nee, alle außer Reichweite, ne? Also ich kann ein bisschen Turbo machen. Das ist die Yeet-Phase. Das ist wirklich die Yeet-Phase. Ich mach nochmal mit Feu-Feu. Und leider alle außer Reichweite. Glück gehabt, ihr Schweine. Oh oh. Jetzt kriege ich aber richtig aufs Maul, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh oh. Okay, kein Problem. So, den machen wir jetzt mal platt. Dann machen wir hier die super Taktik. Dann sollte ich hier aber jetzt auch noch richtig rampagen können. So, goodbye. Und da müssen wir jetzt leider einmal weg. Und sobald sie eine bewegt, wird er jetzt eh von Mario abgeschossen. Warum macht Mario seine Attacke nicht, verdammt? Hä? Ich hab das doch eingesetzt. Ah, jetzt. Ach so, nur wenn man auf der gleichen Plattform ist. Okay. Understand. Oh, wie arm der Angst hat. Das ist so traurig. Mario setzt seine Attacke nur ein, wenn sich der Gegner bewegt. Ah. Ihr kleinen Schlawiner. Hast du aber nochmal Glück gehabt, mein Freund. So, ich kann mich auch nochmal heilen. Why not? Das läuft ja wie am Schnürchen. Jetzt habe ich es gecheckt. Nichts kann mich mehr stoppen. Okay. Hallo an alle. Die schreit. Oh, alles kein Problem. Wir turbon mal auf. Und jetzt machen wir nochmal hier ein extra auf Feuer. Und dann gucken wir mal. Ja, die sterben beide. Das war's. Boah, es ist stark. Dann brennt die mit an!
Homie umgebracht. Okay, Kollege, lass uns das jetzt. Mann! Achso, ich hätte ihn noch umbringen können. Das Spiel macht richtig Bock. Stell dich ab, besten geschützt auf die beiseite hinter einen Block. Ja, du hast recht. Ich wollte gerade einfach eine Rampage machen. Jetzt lass mal den armen Stern in Ruhe. Das ist so gruselig einfach. Flieg doch nach oben! Boah, jetzt kommt der Auftritt des Jahres, Leute. Yeet! Sie hat keine Hose an. Jetzt bringt's ihn um. Was zur Hölle ist das? Oh mein Gott! Alle haben Bock, ihn umzubringen und ich denke mir nur so, what? Okay. Angenommen, wir können den geheimnisvollen Fremden trauen. Mit drei Helden, die auf dem Schlachtfeld kooperieren, sollten wir einen gewaltigen Vorteil erhalten. Ja, weil mit der. Ja, let's go, ich bin ready. Sie ist sogar ein Level höher. Die hat voll die coole Stimme. Woher kenne ich denn die Stimme? Woher kenne ich die Stimme? Kann die alles machen? Sturmklinge. Alle Ziele, die sich hier reinbefinden, leiden einen Schaden. Sind aber gerade nicht in meiner Nähe, oder? Boah, die macht richtig Schaden. Boah, nice. Boah, krass. Keine Chance. Ist das Angelina Jolie Stimme? Geh mal hier hin. Mach mal voll voll. Und treffe ich den? Ja, why not? Wie er sich aufstellt, wie so eine Katze, die sich aufregt. Oh. Jetzt kommt er aber schon näher, ne? Okay, wir machen einmal auch Usti-Sterni. Gehe ich aber mal ein bisschen näher, dann kriegt die auch noch was ab. Dann mache ich einmal den hier. Wie groß ist der, sich zu mir umdreht? Oh, verdammt, das kann. Oh Gott, Hilfe, er kommt näher. Die gibt's ja auch noch. Oh oh. Oh, das hat wehgetan. Seht mal, das scheinen Finsterzeitportale zu sein. Schnell, zerstört sie. Es werden sicher bald noch mehr Gegner auftauchen. Oh no. Okay. Und ich jiete mal noch kurz den hier rein. Na los. Aua. Oh mein Gott. Ja, der ist stark.
Sie haben recht. Lass mal kurz. Ich kann mich nicht wegbewegen. Ich muss den hier machen. Scheiße. Da habe ich den Gegner wohl ein bisschen unterschätzt. Warte mal, kann die mal ein bisschen zu mir kommen, die andere? Braucht mal ein bisschen Heilung hier. Hilft zwar nicht viel, aber ich gebe mein Bestes. Dann mache ich mit ihr mal das Portal hier kaputt. So. Dann gucken wir mal, was sie noch so auf ihrem Repertoire hat. Ich glaube, dass ich mich eigentlich echt von dem verpieseln sollte. Aber ich kann mich auch hierhin verpieseln, das ist sehr gut. Aus dem Weg, Kollege. So. Ja, den machen wir platt. Und vielleicht kann ich ja noch das hier machen, was auch immer das ist. So, egal, wer mir jetzt zu nahe kommt, kriegt aufs Maul. Yes. Mario, das wird jetzt sehr wehtun. Aber du lebst noch. Oh nein, da kommen jetzt neue Gegner. Ah, ist weg. Nee, da kommt ein neuer, verdammt. Oh nein. Aber stört mich das wirklich so sehr? Kann ich ja einfach den hier jetzt mal wegjeten. Wird der wohl kaum überleben, oder? Oder soll ich den einfach ignorieren und den Big Boss angreifen? Ja. Vielleicht nochmal ihn abknallen. Stirbt er dann? Boah, es wird knapp, ne? Ich muss nur noch Mario einmal reinbolzen. Okay, gut, er konzentriert sich auf mich. Oh Gott. Oh nein, sie ist tot. Du dreckiges Schiff. Ich schaffe es nicht, ihn umzubringen, ne? Uiuiuiui. Ja! Jeet. Jeet. Du warst eigentlich tot, du brauchst dich jetzt gar nicht so feiern. Gereinigte Finsterzeitscherbe. Yeah. Schlacht gewonnen. Okay. Wenn du Boss tot ist, hast du gewonnen. Die Schlacht ist bricht ab. Nice. Entschuldigt, furchteinflößende Fremde. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass uns der Spark zum Leuchtturm begleitet. Erst wenn wir den Leuchtturm-Tentakel zerstört haben, können wir Warp-Tunnel erzeugen, die uns zu anderen Planeten und letztendlich zu Misera führen. Ich kann den Leuchtturm für euch öffnen. Passt auf, wir treffen uns dort. Oh, Binga, Binga, Bunga, Baby. Ihr habt den Spark. Bringen wir ihn zum Leuchtturm. Bevor, Punkt, Punkt, Punkt. Oh, ist die Tochter, oder? Du schon wieder. Die Sparkjägerin doch nicht. Sparkjägerin. Ich bin Rebella. Klasse. Rabbit Rebella. Willkommen in... Rebella. Nur Rebella. Raumschiff, hm? Wie wär's mit einer Mitfluggelegenheit? Jetzt so eine coole Stimme. Woher kennen wir die denn? Hilfe. Ich glaube, wir sollten langsam anfangen, drei Helden an vorderster Front aufzustellen. Wer übernimmt die... Boah, das Spiel macht echt Spaß. Dritter Teamplatz freigeschaltet. Cool! Wir sind jetzt zu dritt. Jetzt können wir drei sein. Das ist ja mega nice. Yay! Yeet! So. So, dann möchte ich jetzt mal... Ich mache das. Ich laufe jetzt mal weiter. Da gibt es bestimmt noch sicherlich reichlich tolle Dinge hier zu sehen. Was ist das? Verschlossene Rohre. Neuer Spark. Oh, was ist denn da unten? Kann ich noch gar nicht lang. Ach so, da kann ich noch nicht lang. Hier ist noch ein Bild. Die Bewohner hier auf Strahlestrand sollten sich von ihrem nächsten Wächter unbedingt Referenzen zeigen lassen, bevor sie ihn einstellen. Kenne ich diesen Pokal nicht irgendwoher? Mir gefallen die Synchronsprecher sehr, sehr, sehr.
Rebella wie Bella. Ist okay. Wie hot willst du sprechen? War das nicht auch die Stimme von Cyberpunk oder irre ich mich? Was auch immer diese alten Truhe war, es gehört euch. In diesem Haus ist schon genug Gerümpel. Oh ja, nice. Sandy Cheeks ist die Stimme. So, let's go. Lass mal die Tentakeln da wegmachen. Geht. Oh, das macht so Spaß. Oh mein Gott, ich werde es sowas von im Bett zu zocken und suchten. Mehr kann ich leider nicht für euch tun. Ich kann nicht so gut kämpfen wie ihr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, geil. So zieht man sich aus der Verantwortung. Rein da. Komme, was wolle. Besiege die Wache, die das Finsterei bewacht. Geht. Stirb. Die Stimme von Rabbit Peach ist die Stimme von Marvel von Gravity Falls. So richtig cool, ey. Oh, das ist wieder so einer. Den haben wir doch gerade platt gemacht. Besiege alle Häschen. Volles süße Logo da oben. Oh, ein neuer Spark. Ein Wasserspark, oder? Aqua. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Wenn ihr diese Schlacht gewinnt, kann ich mich euch Helden anschließen. Vorsicht vor den Feuerknechten. Ihr Feuereffekt kann mehrere Helden in Flammen setzen. Oh, die müssen wir... Oh Gott. Wenn ihr jemanden in Kontakt geratet, während ihr brennt, fangt ihr auch Feuer. Ziemlich mies, aber so ist das eben normal. Ja, das haben wir vorhin schon gesehen. Das heißt, Feuer bringt mir jetzt eigentlich gar nichts. Kann ich mein Team nochmal verwalten? Ist das Aqua-Ding jetzt dabei? Weil dann würde ich das hier mal austauschen. Tauschen. Nee, ich würde gerne Spark tauschen. So, Sparks. Ach cool, das kann ich austauschen. Das ist aber Reflexes. Das ist nichts, was ich jetzt brauche. Ich dachte, ich kann den Aquaman jetzt auch gleich haben. Aber dann machen wir mal den Reflexes rein, weil das bringt jetzt gerade mehr als Feuer. Cool. Yeah, mit dieser Stimme immer doch. So, machen wir das mal, die Sturmklinge. So. 30% des Schadens, den der Erz mache ich, das ist gut. So, dann heaten wir da mal rein. Wie eklig der sich immer aufpositioniert, weil er Schiss hat, dass wir ihn angreifen. Geht. Na los. Oh shit, die ist ja noch gar nicht so fit, ne? Das habe ich jetzt ganz vergessen. Huch. Das habe ich dann leider wohl vergessen. Den mache ich halt leider nicht platt. Aber es ist okay. Gut, dann tue ich ihn wenigstens von ihr wegleiten. So, jetzt müssen wir leider an die Gegner abgeben. Verdammt! Aber er hat sich doch bewegt! Du kannst ihn jetzt schlagen, er hat sich bewegt! Uiuiui, my life be like, oh no. Ah gut, oh Gott, zum Glück habe ich diesen ganzen Schutz reingemacht, ne? Oh nein, jetzt ist sie tot, ne? Ah, ich lebe noch, aber ganz, ganz, ganz.
Oh no, kann ich die wiederbeleben? Wir brauchen die, die ist wichtig. Oh Gott. Kann ich die wiederbeleben? Ich glaube nicht. Aber ich kann den hier wegballern. So, das war's. Das hat wehgetan. Es tut mir halt auch überhaupt nicht leid. Aber ich kann uns heilen. Das sollte ich vielleicht mal tun. Weil auch Mario ist angeschlagen. Ich habe vergessen, uns am Anfang des Kampfes alle zu heilen. Das war sehr dumm. Ohne, ohne. Was meint ihr mit ohne? Hast du Pizza mit Ananas oder ohne? Das ist so eine ewige Frage, ne? Okay, ich werde jetzt brennen und hoffe, dass ich dich nicht anzünde, Mario. Alles gut. Mir geht's gut. Dafür muss ich erstmal in Deckung. Das ist hier gar nicht so leicht. Dann bringe ich aber erstmal den um. So, nice. Ja, sehr gut. Ich habe keine Deckung mehr. Verdammt. Nur noch hier. Dann kann ich hier aber auch nichts abknallen, ne? Ich will jetzt nicht sterben wegen den zwei Pennern da oben. Aber sie wird sich halt einmal verbrennen, aber das ist okay. Okay, es reicht sogar noch. So, jetzt leveln wir uns erstmal auf. Und dann gibt's hier oben mal aufs Maul. Und dann kann sie das jetzt für mich finishen. Der Teamsprung ist sehr wichtig für High Ground. Da hast du absolut recht, ich hab's wieder vergessen. Könnte eigentlich auch ihre Knarren einfach aufteilen, ne? Jetzt werde ich halt einmal angezündet, aber das ist okay. Er hat nicht getroffen. Yay. Jeet. Stirb. Yes. Jeet. Jeet to the limit. So, wie heile ich die jetzt alle? Das Ding ist, dass die Ananas da so Saft ablässt. Stimmt, sondern ist die ganze Pizza überschwemmt, ne? Also ich muss sagen, ich würde jetzt eine Pizza mit Ananas jetzt nicht essen. Ich würde die schon essen, wenn die da wäre. Aber ich würde sie mir halt nicht bestellen, so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Okay, das heißt, wir brauchen irgendwas, was wir hier... Ah, okay. Das war jetzt aber ein schweres Rätsel. So, jetzt. Jeet. War schön, wie der Regen da überall drauf prasselt. Ich liebe es. So, was auch immer da oben ist. Komme, was wolle. Oh Gott, das wird jetzt nochmal der Fight. Ach, warte mal, bevor ich jetzt den Fight mache, kann ich nicht meine... Ich brauche jetzt 100 pro diesen Eisbark. Verbündete in Reichweite nehmen weniger Schaden, das ist gut. Und das ist Verbündete in Reichweite fügen in Angriff, das ist auch gut. Abbekommen soll. Ah, hier ist doch dieser Aqua. Ich glaube, dass wir den jetzt brauchen, oder? Könnte ich mir echt vorstellen. Kann ich den mal ein bisschen aufwerten? Füttern, hier, friss diese Steine. Und ich sollte auch mal ihren upgraden, oder? Kann ich das? Ja, aufwerten, füttern. Und? Halt, war noch nicht fertig. Betze Pizza ist Soße und D ist... Boah, geil. Gibt's das? Kann nichts mehr upgraden von den Sparks. Fertigkeitsbaum. Anpassen. Ich habe hier noch nicht genug.
Nee, ich habe noch keinen. Für die anderen auch nicht? Nee. Man kann tatsächlich immer nur einen... Boah, das ist aber schwierig, dann irgendwas abzugraden. Ich habe einmal eine Trüffelpizza gegessen. Die war ultimativ nice. Also das war wirklich mit einer der besten Pizzen. Die Synchronsprecherin von Bella ist die der bösen Königin aus Once Upon a Time. Hat die aber nicht auch die Angelina Jolie gesprochen? Also kann ich mich irgendwie heilen? Ah, hier heile. Ja. Yes, endlich. Ja. Das musste sein. Erinnert mich immer dran, dass ich meine Leute heile, ne? Das war ein bisschen tricky. Aber aufpassen, da hinten können die nämlich auch alle wieder herkommen. Ich mache mal Aqua. Falls es dem da hinten überhaupt das ausmacht. Yes, das ist richtig effektiv. Das fühlt er gar nicht. Oh, der ist gestorben, der ist runtergeflogen. Bruh. Ja, dann ballern wir noch jemand anderen ab, oder? Reicht nicht mehr. Machen auf dich. So, tot. Oh oh. Oh oh. So süß ihr auch seid mit euren kleinen Griffeln. Ich lasse die mal hier explodieren. Die töten sich jetzt selbst. Ich überlasse die beiden mal sich selbst. Ja. Wie so eine toxische Beziehung. Du willst eigentlich helfen und weißt, es wird passieren, aber dir hört keiner zu. Ja. Aber das ist so cool gemacht, auch mit den Sparks, dass sie so verschiedene Fähigkeiten haben, dass du da taktisch vorgehen musst. Das ist schon echt cool. Ich finde, Switch zahlt sich schon sehr aus. Also ich habe zum Beispiel allein so Spiele wie Mario Odyssey, Luigi's Mansion, Mario Kart, dann Zelda Breath of the Wild, Animal Crossing, Dreamlight Valley, Mario Rabbids Teil 1 und 2. Es gibt so viele tolle Spiele und das Schinken-Sandwich eskaliert einfach hier komplett. Vielen, vielen Dank. Ich gehe nachher nochmal auf alle Subs ein, ihr kleinen Süßis. So, ich mache jetzt erstmal hier, gibt's erstmal jetzt hier ein paar aufs Maul. Und dann kann ich das hier draufschieben. Push it to the limit. Bin so gespannt, was da oben ist. Ich will jetzt an die Tentakeln. That's what she said. Wieder bin ich die Einzige, die das will. Ja, Sneaky, ich bin mal live. Heute sogar sehr lang. Genau, und alle, die das hier lesen, sehr viel Respekt an die Mods. Die geben sich wirklich viel Mühe. Macht mal bitte alle ganz viel Liebe an meine Mods. So. Neue Hauptaufgabe. Triumphiere über den Finsterzeit-Dingsens. Herz, Spam, Liebe. Achso, ich kann wieder gehen. Tschüss, hab mir anders überlegt. Die sind mir zu groß. Ein DLC von Little Nightmares 3? Also ich habe Little Nightmares 1 und 2 gespielt und 3 gibt's glaube ich noch nicht. Aber das DLC habe ich schon gespielt. Außer es gibt von Little Nightmares 2 ein DLC. Es kommt jetzt aber für Resident Evil 8 ein DLC raus. Okay, dann mal ran an den Tentakel. Kann ich den irgendwie auch mal analysieren, den Typen erstmal? Das mache ich jetzt erstmal. Erinnert mich zu analysieren. Ich weiß nämlich gar nicht, ob Feuer oder Wasser am besten ist. Das habe ich nämlich komplett vergessen. Ein Licht in der Finsterzeit. Zerstöre Finsterzeitaugen. Okay. Boah, es sind aber viele. Oh, nice. Bitte, ihr müsst diesen Kampf gewinnen. Wenn ihr das nicht schafft, kann ich nicht mit euch fort. Arme Spark, wir werden dir die Freiheit erkämpfen, selbst wenn es mehrere Anläufe braucht. Das nenne ich mal ein Schlag. Was soll denn das heißen? Denkt er etwa, ich schaffe das nicht? Ich hasse Englisch. Ey, Englisch ist echt
cool, wenn man es kann. Also Englisch müsst ihr euch echt aneignen. Ich habe das geschafft tatsächlich durch Games und durch ganz viele Dokumentationen und Filme auf Englisch anhören. Also ich höre oft meistens, während ich zum Beispiel Videos bearbeite oder irgendwelche Vorschaubilder mache, ich höre fast nur noch englisches Zeug. Psst, wenn ihr die Finsterzeitaugen auf dem Holzhaufen zerstört, wird das Feuer entfacht. Oh. Aha. Und da die Finsterzeitdimension mit unserer Welt verbunden ist, wird zugleich der Leuchtturm auf Strahlestrand wieder entfacht. Okay, lass mal scannen. Was mögen die nicht? Ich kann den gar nicht scannen. Also Feuer wird denen was nichts ausmachen, oder? Ich kann diese Augen nicht scannen. Ich bleib mal bei dem, was ich hab. Los geht's, das schaffen wir schon. So, erstmal ganz wichtig. Und am allerwichtigsten, wir nehmen diese Bombe. Und klatschen die hier drauf. So. Und dann machen wir das. Nice. Viel zu leicht. Jupp, das war sehr gut. Den kann ich auch mal wegklatschen. Den armen Racker. Dann würde ich den doch hier eigentlich fast abknallen jetzt. Oder ich mache wirklich das, um gar keinen Schaden zu erlangen. Ja, noch so. Nice Rü. So. Dann machen wir einmal Blubberblasen. Toxic Spark für toxische Beziehungen zuständig. Ich glaube ja. Wir machen erstmal den hier lang. Das ist besser. Mache ich erstmal den fertig oder den? Ich mache jetzt erstmal das fertig, weil das kann ich angreifen. So, einen Spritzer gibt's hier. So. Kommt ihr nur, Schweine. Ja, machen wir den mal platt. Bang, bang, into your room! Ah, why not? Und dann machen wir noch unsere ultimativ aggressive Attacke. Ey, das Spiel macht so Spaß! Und dann machen wir hier einfach auch noch mal, oder warte mal, kann ich nicht diesen ultimativ krassen Laser machen? Yes. So, weg damit. Yeet. Okay. Kommt nur her und weg mit dir. Boah, wir sind echt ein gutes Team. So, dann können wir nämlich das hier direkt schließen. Da will nämlich ein neuer Gegner kommen. So, weg damit. Braucht kein Mensch. Und wir gehen hier weiter vor. Machen das hier weg. Dann gehe ich aber kurz hier rüber. So, weg mit dir. Und Mario darf jetzt einen Doppelsprung machen, dass es mal ein bisschen schneller vorangeht. Ein Teamsprung im besten Fall. So. Okay, dann kann ich nämlich hier... Ah, hier hat's schon... Oh, verdammt, die habe ich gar nicht gesehen. Den treffe ich ja gar nicht, ne? 50. Oh, bisschen... Vielleicht gehe ich doch lieber hier hin. Ja, why not? So. Okay, ich kann nichts mehr machen. Oh. Nicht schlimm, alles gut. Mir geht's gut.
So, jetzt machen wir erstmal Aqua. Und dann killen wir die da oben mal richtig schön. So. Das Game ist, wie gesagt, übrigens erst am 20. erhältlich. Ausrufezeichen Mario. Dann könnt ihr alles weitere dazu abchecken. Ihr seht ja schon, ich bin jetzt schon süchtig. Greift die immer noch nicht. Jetzt aber. So, let's go. Weg mit euch. Bam. Bang, bang into your room. Ich versuche mal da hinten jemanden abzuboxen. Den treffe ich. Ja, komm, let's go. Warum nicht? Und ich kann da hinten auch hoch, sehe ich gerade. So. Mein Tag war sehr stressig. Also ich hatte einen Termin, jagte den anderen, sagen wir es mal so. Aha, ich habe den mit angezündet. Oh nein, jetzt gibt's nochmal einen Arsch voll. Der haut ab, der Arme. Boah, der Mario kriegt jetzt richtig aufs Maul, ey. Oh oh. Okay, ich kann hier noch nicht hoch, ne? Kann ich den von hier aus treffen? Yes. Machen wir das mal. Und dann machen wir den. Yay. Minus eins. Ja. Sehr gut gemacht. Ich denke immer, die sagt fuck, aber sie sagt zack. Ah genau, heilen wäre noch nicht schlecht. So geil mit dem Handy, ey. Ich liebe das Spiel. So, kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht, verdammt. Aber ich glaube, kann ich den letzten da jetzt eliminieren? Treffe ich nicht, ne? Oh doch, ich treffe ihn. Jeet. Yay, Schlacht gewonnen. We did it. Stimmt, Teamsprung. Jeet. Yay. Das ist eigentlich mein Lieblingsteam. Peach würde ich aber auch mal gern ein bisschen hoch pushen. Ich finde die deutschen Synchronstimmen super in dem Spiel. Wow! Schön. Mama mia. Wie kannst du nur so hoch springen? Du machst Beintraining, hä? Ich bin total euphorisch, weil die Sonne zurück ist und wieder über Strahlestrand scheint, Baby. Naja, zumindest fast. Als ihr den letzten Tentakel erledigt habt, hat er ein paar fiese Finsterzeitpfützen hinterlassen. Also da gibt's was ich euch hätte sagen sollen. Es geht um Misera und ihre Handlanger, die Sparkjägerin. Sie waren schon bei mir, bevor ihr gekommen seid. Sie haben gesagt, dass sie aus uns allen Pizzasauce machen werden, wenn ich ihnen nicht alle Sparks hier aushändige. Meine Wortwahl, nicht ihre. Dann werden wir jeden Spark retten, den wir finden können. Wo auch immer. Die Sparkjägerinnen werden das Nachsehen haben. Seid vorsichtig, es sind mindestens drei und sie sehen, sie sind echt gefährlich. Wenn sie herausfinden, dass ihr das von ihr mir wisst... Dann bekommen sie es mit uns allen zu tun. Denn obwohl wir genug gereinigte Finsterzeitenergie haben, um nach Flockenbrocken zu reisen...
führen diese Warp-Tunnel in beide Richtungen. Wir können also jederzeit zurückkommen, falls du uns brauchst. Wo ich herkomme, gibt es das Wort Kolovka. Es heißt Wahlfamilie. Ihr seid jetzt meine Kolovka. Wahlfamilie. Was ist eure Wahlfamilie? Komme, was wolle. Yay. Geil. Geil, geil, geil. Glückwunsch, du hast alle Hauptaufgaben auf diesem Planeten abgeschlossen und neue Aufgaben freigeschaltet. Du kannst jederzeit zum Raumschiff gehen, denn wir haben genug Finsterzeitkristalle gesammelt, um zu einem neuen Planeten zu gelangen. Nice. Wir gucken jetzt aber erstmal, dass wir den schwarzen Schleim wegmachen und dann gehen wir zum neuen Planeten. It's raining crystals! Nice. Und um 10 spielen wir dann A Plague Tale. Absolutes Suchtgame. Absolut Suchtgame. Ich mach das hier alles weg. Was? Die Prügelknabe und die Prinzessin. Der Prügelknabe. Lass erstmal die Sparks alle hier mal upgraden. Auswahl. Pauschen. Sparks. Das finde ich gar nicht schlecht. Kann man aber nicht. Warum kann ich die... Oh, der Schleimi ist doch gut. Toxic Shaker. Den würde ich gern aufwerten. Ich glaube, dann gebe ich ihr mal den Toxic Shaker. Und den tue ich jetzt mal auf Füden. Füdet. So. Nächste Stufe 3. Nice. So, und ich kann auf jeden Fall noch eine Fertigkeit geben. Ich verstehe nicht, ich habe doch jetzt welche eingesammelt, oder nicht? Von diesen Spark-Dingern. Ich verstehe das mit diesen Kristallen hier nicht. Ich habe hier doch noch welche bekommen. Warum kann ich die nicht einfügen? Wisst ihr das, wie das funktioniert? Tauscht eventuell. Wisst ihr das vielleicht? War das ja hier drin. Da ist auch einer drin. Den kann ich rausnehmen. Oder packt er die da automatisch ein? Not sure. Kannst du mit Peach spielen? Also Rabbit Peach austauschen für die normale? Mache ich gleich. Ich habe jetzt schon hoch. Oder leveln die anderen sich mit hoch. Pfützen sind mindestens so gefährlich wie Schwimmen gehen, nicht wahr? Prinzessin, würdest du dich an ihn drankletten? Deine Fertigkeit, Teammitglieder zu beschützen, könnte nützlich werden. Auch wenn du sie sicher nicht nötig hast, Rabbit Mario. Okay. Mario hat keine Punkte mehr zu vergeben. Eventuell hast du Punkte für andere Charaktere. Ach so, die findet man random für andere. Ich dachte, die kann man einfach aufteilen, wie man will. So ist das. Ach so, das muss ich jetzt mit den beiden spielen. Okay. Boah, der ist ja übel. Okay, der ist ja krass drauf. Boah, da geht er richtig steil. So, da spiele ich doch eure Peach. So, und dann kann ich die wahrscheinlich... Ah, da treffe ich ja voll viele. Das ist ja cool. Ey, die sind schon richtig OP. Leveln die mit hoch? Ich glaube schon, oder? Das Game macht voll Laune. Ich kann nicht mehr aufhören. Kommt aber erst am 20. raus. Wenn ihr also Bock habt, Ausrufezeichen Mario, da findet ihr alle weiteren Infos zum Spiel. Null. Macht einfach gar nichts. Ja, die leveln mit hoch. Oh, das ist genial. Ich hasse das nämlich, wenn du die alle mit frisch aufleveln musst. Nice, die leveln mit hoch. Die sind ja voll übel stark. Holy. Oh oh, Peach. Boah, der verprügelt die halt richtig, ne? So, Kollege, jetzt gibt's erstmal richtig aufs Maul. Okay.
Ah, shit, durch das Feuer macht es ihm gar nicht so viel aus. Entspann dich! Erstmal aufs Maul. Okay, jetzt haut er uns aber noch meine rein. Uiuiuiuiui. Das hat wehgetan. Okay, goodbye. Yeet. Schlacht gewonnen. Geil. So. Dann, wo war denn noch was? Was Unschönes. Oh, Money. Da unten. So. Das machen wir auch noch weg. Kann man auch noch mitnehmen, oder? Gegenschlag ist gut. Sorry, Gurkenglas genug, muss gerade mal genießen. Mhm. Okidoki. So. Bitteschön. Ich hoffe, das hat geschmeckt. Ja. Kann ich einen Teamsprung machen vielleicht? Ja, nice. Dann spray ich die mal alle weg. Und alle tot, die Armen, oh mein Gott. Wie sie noch schreit, ey. Oh, der Arme, das ist so arm. Schlacht gewonnen. Aber warum? Da war doch noch einer. Hm, die Gurken haben schon echt gut getan. Es hat richtig gemundet. Weiter. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Oh, da ist was für mich. Oh, das war doch nicht nötig. Wo ist noch so ein Ding? Habt ihr noch irgendwo eins gesehen? Da hat es doch mehrere. Das war doch nicht alles. Ich muss die Stadt befreien. Stimmt, ist hier hinten noch eins, oder? Ich darf gar nicht alle Welt machen. Ich darf, oh, war der Level 10, ne? Das schaffe ich noch nicht. Boah, den würde ich auch gern rasieren, den Penner.
Da hinten ist noch eins. Ich darf gar nicht alle Levels heute machen. Ich darf höchstens bis zum Planet Dritt. Also ich darf jetzt theoretisch noch den nächsten, das schauen wir gleich noch an. Den darf man noch anschauen und dann darf ich aber den dritten auf gar keinen Fall weiterspielen. So, ich glaube, das war noch einer hier hinten, oder? Komme ich da überhaupt hin? Oder ist es schon eine neue Welt? Komme ich da nochmal hin? Da kann ich mich doch sicherlich hinbeamen, oder? Was ist das hier, ein Pilz? Geht. So. Oh, der macht jetzt Musik, oder wie? Oh, die Schallplatte muss ich einsammeln. Das ist echt ein schönes Spiel, es macht richtig Spaß. Ach, die muss ich ihm bringen. Okay, das mache ich dann später. Jetzt machen wir erstmal das hier alles weg. No, Stufe 9. Oh! Weil das Spiel erst am 20. rauskommt und die wollen halt nicht, dass man es komplett jetzt hier durchsuchtet. Ihr sollt ja auch noch, wenn ihr es spielt, was davon haben. Ich will ja nicht spoilern. Erreiche den Bereich. Okay, let's go. Ich mache euch alle fertig. Das darf nur ich. Geil. Game macht süchtig. Game macht süchtig. So, dann gehen wir hier mal weiter. Machen wir uns mal stark. Kann ich überhaupt einen treffen? Ah, die kann ich treffen. Die aber alle nicht. Warum nicht? So, damit ich dem ein bisschen helfen kann. So, erstmal Heilung. Beziehungsweise Schutz. Der Arme. Okay, jetzt geht's erstmal voll aufs Maul. Oh Gott, die hasse ich, die Dinger. Wie kriegt man denn die Töpfe ab? Weiß das einer von euch? Ja, das bringt's dir ja voll. Okay, nicht so schlimm. Der arme Mario. Mario kriegt aufs Maul. Oh, aber voll. Jetzt reicht's aber mal. So, dafür gibt's jetzt erstmal einen schönen Schuss in den Nacken. Wie arm die betteln. Die sind so traurig. So, darf ich hier mal jemanden auf die Schnauze hauen? So, sehr schön. Es ist auf einmal so schön ruhig. Ich mache jetzt einfach mal die hier, weil mehr kann ich eh noch nicht machen. Jetzt geht's nicht mehr, weil du dich nur bewegen kannst, solange du nicht angreifst. Aber Raserei ist wie ein zusätzlicher Angriff, der gegen einen Counter hat. Du verbrauchst damit nichts, außer die Raserei selbst. Setz sie immer ein, wenn es möglich ist. Die einzige Ausnahme ist, wenn du jemanden mit irgendeinem Effekt belegen willst, der dann eventuell jemand anderen andeckt. Sehr geil. Dankeschön für den Tippi. Okay. Skip it. Yay. Oh, es hat gar nichts gegeben. Oh nein. Wir sprechen dich ab. Oh, kritische Treffer. Oh no. Wie mache ich denn den platt? Den hier. Gar nicht, oder? Ich spring da jetzt mal vor und mach die da vorne platt. Ha!
Kann ich den komplett? Nee. Ist halt immer noch nicht weg, das dumme Ding. Kann ich den nichts antun? Das ist ja Wahnsinn. Verdammt! Ah, ich kann ihn aufheben und dann kann ich ihn hier runterschmeißen. So. Den muss man tatsächlich runterschmeißen. Sehr schön. So, mehr kann ich gerade noch nicht machen. Hau du nur ab. Hau du nur ab, da kommt jetzt ein Gegner raus, ne? Oh oh. Oh oh, ich brenne meinen Freund an. Oh, Glück gehabt. Was? Noch einer? Oh mein Gott. Oh was? Jetzt reicht's. Ist ja nicht eh wurscht, wir müssen ja nur das Ziel erreichen, ne? So. Ich würde einfach sagen, ich boxe da dagegen und dann kann ich ja eh ins Ziel. So, und dann kann ich ja hier theoretisch mit ihm. So kann ich Mario nicht spielen, so. Geschafft. Yes. Jeet. Geilo. So, das wäre dann hier auch. So, ich hätte noch gerne das hier weg. Ein Riesenei. Das ist mein Raumschiff. Ist halt noch nicht alles hier weg, ne? Hier gibt es noch irgendwo eine Stelle, die ich reinigen kann. Das mache ich noch kurz und dann gucken wir uns noch die neue, das neue Level an und dann... So, dann muss mal gucken. Wo ist denn hier so eine Flagge? Ah, da oben kann ich doch hin, oder? Irgendwie kam ich doch da nach hinten zu dem Stern. Guck mal, da hinten ist auch das Ei, was ich brauche. Ah, da komme ich nicht lang. Okay, ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die neue Insel und schauen uns mal die neue Welt an. I'm ready! So, wo war jetzt nochmal mein Raumschiff? Da oben. Es gibt 6 Welten oder 7. Aber ihr könnt hier ja noch ewig spielen. Jetzt fangen ja erst hier die ganzen Quests an. Also das ist jetzt noch lange nicht vorbei. Ihr müsst ja auch hochleveln. So. Strade Strand haben wir. Jetzt kommen Flockenbrocken. Yay. Planet. Ansicht. Let's go. Yee. Wir befinden uns im Landeanflug auf Flockenbrocken. Nichts wärmt das Herz und weckt die Sinne mehr als seine schneebedeckten Gipfel. Und die Becher voller heißer Schokolade, mit denen auf beschwingten Fondue-Partys in freier Natur angestoßen werden kann. Die Atmosphärenscans deuten auf einen Temperatursturz hin. Es ist jetzt eine vereiste, finsterzeit verseuchte Einöde, in der Eishöhlen voller Gefahren beim typischen Aufstieg in den schroffen Bergen nur wenig Schutz bieten. Außerdem sind Fondue-Töpfe äußerst schwer zu reinigen und eine der Hauptursachen für schwere Verbrennungen. Nun, ich weiß schon, wen ich beim jährlichen Retina Rail Rider Snowboard Festival nicht als Begleitung angeben werde. Auf geht's. Nice.
Süß, die Schneehäschen. Das ist eh die letzte Insel. Die nächste dürfen wir gar nicht machen. It's a him, Mario. Das bestätigt meine Analyse. Dieses Winterwunderland sieht eher aus wie eine Winterwüste. Nördlich von uns in den Bergen ist ein Finsterzeit-Tentakel. Vermutlich der Auslöser dieses unglückbringenden Schneesturms. Eisbärschwimmen! Wuhu, Eisbärschwimmen, wo ist der See? Rühr dich nicht vom Fleck, Rabbit Luigi. Oh. Also, es muss hier irgendwo einen Wächter geben. So wie Augie auf Strahlestrand. Aber bisher ist kein... Mach Bussi aufs Augie. Dafür kann ich mit Sicherheit sagen, dass sich in diesem Baum eine Lebensform befindet. Und es ist keine Finsterzeit-Kreatur. Okay, dann können wir die runterholen. Das ist 100 Prozent Stern, ich sehe es schon. Trotzdem mal nachsehen. Vielleicht weiß sie ja, wo wir einst diese Outdoor-Saunafässer finden können, von denen ich gehört habe. Okay. Schütteln. Augi auf Strahlestrand, ja, solche Partys habe ich auch schon hinter mir. Den will ich haben, der geht ja richtig steil. Hurra, ein Glück, ihr habt mich gefunden. Ich heiße Decibel. Ach, schon gut. Wir können dich sehr gut hören. Entschuldigung. Darf ich mit euch kommen? Kann ich gut kämpfen, dafür andere Sachen. Ich habe Schallkräfte, die stärken genug sind, um schwere Gegenstände zu bewegen oder sogar zu zerstören. Auf Strahlestrand haben wir selbst gesehen, wie nützlich die Fähigkeiten von Spark sind. Allerdings... Das kitzelt! Oh, und jetzt habe ich Schallkräfte! Okay. Dann. Die Brücke! Wenn ich sie mit meinen neuen Schallkräften... Entschuldigung, ich rede zu laut. Nochmal. Das ist voll der Staubsauger. Sieht aus wie so ein Staubsauger. Okay, die dann. Die Brücke! Wenn ich sie mit meinen neuen Schallkräften zum Runterklappen bringen kann, ist sie unsere Eintrittskarte zum Berggipfel. Okay, Wellen. Let's go. Ah, ist cool, sie haben einfach storytechnisch mein Team gewechselt, was cool ist, weil dann probiert man auch mal was Neues aus. Geil. Ach ja, Leute. Heute war so warm, ey. Mega. 24 Grad. Bei euch auch? Kann ich da mehr schütteln? Ich erwarte irgendwie wie so wegen Disney Dreamlight Valley, dass man das alles einsammeln kann. Gar nicht sicher, ob ich überhaupt hin muss. Aber die kann ich aufmachen. Sehr schön. Oh, kann ich die. Ach, das sind Gegner. Oh. Oh, verdammt, der hat uns getroffen. 16 Grad heute, 20. Oh, mega schön. Beautiful. Wiggle, wiggle, wiggle. Verdammt, jetzt hat er uns zuerst getroffen. Die schlafenden Psychohäschen mit ihren Steinen auf dem Rücken. Die Knechte. Aber wir dürfen trotzdem anfangen. Ach, das ist ja nice. Dann hau ich dir erstmal aufs Maul. So, sorry. Ah, erstmal Raserei, wie mir gesagt worden ist. Und dann nochmal verprügeln. So, sehr schön. Erstmal eine neue Insel kommen und die Einwohner verprügeln. So macht man das. Okay. Erstmal mich selber stärken. Und dann... Sorry. Der arme Mann, vielleicht sind die gar nicht böse. Das ist richtig pervers.
kann keinen Tiefsprung machen. Verdammt. Ich treffe leider niemanden. Dafür gehe ich mal in Deckung. Let's go! Na, das ist ja gar nichts. Okay, dafür gibt es jetzt aber richtig Ärger. So. Ruhe bitte. Da komme ich nicht hin. Aber du kommst dahin. Dann darfst du den jetzt fertig machen. So, die Armen. 23 Grad bei dir, mega. So, und es war ruhig. So, neue Sparkstufe freigeschaltet. Jetzt kann ich die Sparks alle nochmal pimpen. Das sieht aus wie Stufe 9, das kriegen wir hin. Ich mache meine Sparks mal ein bisschen stärker. Das Spiel ist am 20. kaufbar. Ach, die Prinzessin Peach hat gar keinen. Ja, dann müssen wir das tatsächlich einmal ändern. Und dann tun wir den mal. Gerade Hitze ist jetzt ja, glaube ich, sehr, sehr gut hier. Ein bisschen füttern. So, ja. Den auch. Let's go. Ah, nee. Ist eigentlich egal. Ich würde den gerne... Nein. Mach doch einmal, was ich dir sage. So, den würde ich nämlich auch gerne mal füttern. Aufwerten. Friss! So Satisfaction. So, auch nochmal aufbewahren. Friss! Oh, Satisfaction. So. Ich glaube, ansonsten kann ich auch gar nicht... Kann ich den auch noch aufwerten, weil der ist auch nicht schlecht. Ja, oh, gerade so. Okay. Habe ich noch irgendwie die Möglichkeit, ein neues Ding zu erlernen? Wenn ich in mein Team gehe und Fertigkeiten, hat er schon mal nichts. Keiner hat Fertigkeitenpunkte hier. Nee. Versteht es mit den Fertigkeiten noch nicht. Aber wir gehen da jetzt rein. Wir gehen da rein. Wir jeeten alle weg. Zerstöre Finsterzeitaugen. Los geht's. Nicht übermütig werden. Das darf nur ich. Ich doch, das darf nur ich. So, mit Feuer wird das auf jeden Fall schon mal sehr wehtun gleich. Boah. Und sowas von dead. Oh, die Armen, das tut einem schon fast richtig leid. Okay, ich mache uns mal erstmal alles stark. Und dann kann ich die hier auf jeden Fall schon mal abballern und den dahinter doch bestimmt... So geht gar nicht. Ich kann nur einen treffen. Ach komm. Ich kann echt nur den einen? Naja, besser als nix. So, lass mal Teamsprung machen. Was passiert, wenn ich da runterfall? Bin ich dann tot? Oh, halt, erstmal. Was passiert da? Oh, nice. Da hat, glaube ich, echt keiner Bock drauf. Nice. Sieht. So, jetzt will ich erstmal eine ab. Ich komm klar! Ich komm klar! Ich komm nicht mehr klar. Oh mein Gott, übertreib doch nicht. Ich komm trotzdem klar. Ich mach euch alle so platt. So, Schnauze. Erstmal jetzt mit Schaden auf Null, damit ich überlebe. Echt ein Zelda Breath of the Wild Auge, stimmt. Uff, ich glaube, wir müssen da rüber, ne? Kannst du mich mal rüberbringen, Kollege? Ich brauche einen Teamsprung. Warte.
erstmal Prinzessin Peach retten, weil die überlebt es sonst nicht. Oh, was mache ich denn? Ich kann doch eigentlich hier einfach rüber, ne? Voll unnötig gewesen. So, lass mal lurken. Yes. Verdammt, ich bin nicht in der Nähe. Ich kann nichts aussetzen, wie ärgerlich. Oh Mann. Dann gehen wir jetzt hier mal rein. Ich kann nämlich schon viel mehr machen. So. Bam, bam, in the hole. Ich schau gerade im Pyjama mit den Gnu-Hörnchen auf dem Kopf. Das war wohl nichts, mein Freund. Jetzt gibt's aber richtig Ärger. Der Arme. Kann ich nicht hier hinten schon mal was erledigen? Ich gehe schon mal weiter. So. Mache ich das hier so am besten, dass ich die alle treffe? Ja, komm. Der kann ja den jetzt hier platt machen. Der Arme, wie er sich versteckt. So traurig. Okay. Oh, jetzt kommen wieder diese Gegner-Dinger. Egal. Dann kann ich ja eigentlich nicht wirklich viel machen. Aber wir können hier, glaube ich, vielleicht doch... Ah, ganz knapp. Mist. Kann ich zu Peach nochmal rüber? Ah. Ja, wenn das so ist, dann beenden wir das jetzt hier mit. War doch klar. Jed. Schlacht gewonnen. Yay. Ich muss sagen, ich kann mir wirklich vorstellen, dieses Spiel durchzuspielen. Ich werde sowas von suchten, wenn ihr alle in eurem Bettchen legt. Öffnen. Coole Sache. Okay, ich möchte hier wieder hoch. Kommt man hier irgendwie wieder hoch? Hm. Ah, hier. Nö, oder hier? Ah, hier komme ich hoch. So, das sieht doch gut aus. So, da kann ich noch wieder diese Schallwelle benutzen. Aber hier muss ich wieder einfach hochgehen, so. Das ist eine sehr große Insel. Ja, da sind wir doch. Sehr schön. Yes! Let's do it! Hallo, Soli. Frost am Haken. Erreiche den Bereich. So, das machen wir noch. Oh yeah, Eisberg. Bitte gewinnt diese Schlacht, ihr Helden. Seid mein einziger Weg hier raus. Frostkeulen frieren euch mit ihrer Eisbombentechnik an Ort und Stelle fest ein. Wenn sie besiegt werden, verschwinden sie an einer Frostexplosion. Das ist ziemlich aussichtslos für euch. Versucht einfach so schnell wie möglich zum Ende der Schlacht zu kommen. Boah, okay. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich durchrushen hier, ne? Uiuiui, okay. Das heißt, wir müssen hier wirklich versuchen, einfach nur durchzukommen. Okay. Wir geben unser Bestes. Dann verstecke ich mich aber auch hier. Und versuche, den einfach abzuknallen.
Und ich gebe uns noch kurz Power. Und dann gehen wir mal hier rüber. Let's go. Ich bin ja schon richtige Profi. Ich suchte gerade übel. Macht einfach mega Spaß. Okay, ich gebe uns mal allen Schutz. Und mehr kann ich eigentlich gerade eh nicht machen. Dann würde ich mich aber auch eher mal hier verpieseln. Okay, dann let's go. Boah, sind es viele. Das sind wirklich viele. Und die haben ja gesagt, ich kann die nicht besiegen, ne? Danke, Likey, du verrückte Nudel. So, okay. Heißt es jetzt, ich muss jetzt hier rüber? Boah, das ist aber schwierig. Weiß nicht, ob das so schlau ist. Obwohl, das könnte doch ganz schön schlau sein. Moment. Blub, blub, blub. Wie sie sich einrollt. Kann ich nämlich theoretisch den hier nehmen. Und darüber jeeten. Den kann ich jetzt aber nicht mehr. Ich kann aber wieder zurückgehen. Wie assi ist das denn? Ist das assi? Und ich glaube... Treffe ich den so? Ja. Ich glaube, dann ist er auch vergiftet, ne? Ja. Und dann nochmal ballern. Also ich glaube, dass ich das schon schaffen kann, weil er meinte, das sei so schwer. Also ich glaube, Eis und Feuer vertragen sich nicht wirklich. So, yeet. Wie er wegrennt. Geil. Oh Gott, es hat er alle in die Luft gejagt. Oh mein Gott, es war die Kettenreaktion. Okay, geil. So, mal gucken, ob ich hier noch irgendwann treffen kann. Geh nochmal kurz hier rein. Ich könnte jetzt mutig sein oder dumm sein. So. Okay. Oh yeah. Das macht mir gar nichts. Oh, jetzt bin ich festgefroren, ne? Das haben die ja vorhin gemeint. Egal, ich bring dich trotzdem um. Bin ich jetzt zwar nochmal festgefroren, aber egal. Geht's mal hier rüber. Yay. Du Noob. Könnte das... Ja. Dann gehen wir nochmal hier rüber. Und... Ja, hier kann ich eh nichts machen. Ich mach trotzdem mal den hier. Und dann kann ich eigentlich nur warten. Okay. Dann gehen wir mal... Ah, nice. Okay, ich weiß, was ich machen kann. So, viel Spaß. Enjoy! Ist nicht schlimm, der ist eh weg. So. Hey. Okay, ich kann leider nichts machen. Sie kann aber schon mal weiter. Und dann können wir eigentlich hier in die Röhre gehen als nächstes. So. Das war doch gar nicht so schwer. Kommt nur, ihr Schweine.
Ach, die lasse ich jetzt. Es geht ja eh nur darum, dass ich ans Ziel komme. Ach so, ja, dann könnte ich ja theoretisch auch einfach hier lang latschen, ne? So, der kommt auch schon mal weiter. Und dann machen wir auch noch weiter. Und dann mache ich den. So. Komm jetzt aber nicht durchs Rohr. Oh doch. Oh mein Gott. Yes, ich habe ihn gerettet. Oh oh. Die kommen doch durchs Rohr. Oh, das ist nicht so gut. Ja, übertreib doch. Schadet uns jetzt zwar beiden, aber egal. Nicht so wild. So. So, jetzt haben wir alle Heilung. Das ist gut. Oh, ich kann doch hier noch ein bisschen näher, oder? Ah, da treffe ich die nicht. Mit L? Auch nicht. Okay, dann verpiesel ich mich mal hier hin. Und er kann eigentlich... Mario kann sich auch nicht mehr bewegen. Und er kann sich bewegen. So. Jetzt gehen wir da mal rein. Jetzt reicht's. So. Wenn ein Gegner mit einer Waffe angreift, wird sofort Gegenangriff, fügt 100% Schaden zu. So, ich muss dich jetzt einfach weg. Kollege. So. Ich glaube, das war's. Mein Freund. Ja, kommt ihr nur von da hinten. Gut, der kriegt halt jetzt... Entspann dich. Und er macht mir auch gar nichts aus, ne? Das war's jetzt aber voll. So, ich frage jetzt, ob der mich mal mit Teamsprung macht. Dann kann ich nämlich einfach ins Ziel reinfliegen. Tschüss! Bam! Nice. Geil. Oh ja, Kristalle. Nice. Yeet. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hat auch mega, 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 mega viel Spaß gemacht, Leute. Falls ihr Bock auf das Spiel habt, das kommt am 20. Oktober raus. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Ist auf jeden Fall ein ultimatives Suchtgame. Werde ich auf jeden Fall privat weiterspielen. Falls ihr wollt, dass ich das hier auf dem Kanal komplett let's playe, dann gebt mir bitte Daumen nach oben da und dann weiß ich Bescheid. Gerne viele. Das ist für mich ein Indikator, ob ihr sagt, nee, ich spiele es allein oder ja, würde ich gerne sehen. Und somit bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Es war wunderbar und ich finde das Game richtig, richtig gut. Und ich freue mich, dass gerade so viele gute Games rauskommen, Mann. Endlich!